herzlich willkommen zur fünf. Einen Augenblick gebraucht zu kapieren, wieso du abgebrochen hast. Ich hätte es nicht gemerkt. Irgendeine große Zahl. Herzlich willkommen zur 806. Ausgabe des Sneakpots. Wir besprechen heute für euch den Film Nimona. Mit mir hier der Evil Larry. Das ist Robert Krüger. Arm chopping is not a love language. Und unser Ritter Christoph Perner. Guten Abend. Und Stefan Giesfeld ist das rosa Nashorn. Guten Abend. Okay, ich müsste vielleicht ein bisschen aufgeregter sein. Ja, so ein bisschen. Ja, wir waren ein bisschen aufgeregt unterwegs und haben Nimona gesehen. Heißt Nimona. 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 So, ja. Ich habe eben auch Nimona gegoogelt und der hat mir irgendwas mit Pneumonia und Lungenentzündung und Scheiß geschickt. Das war alles falsch Richtung. Kennt ihr das, wenn du so ein Wort sagst und hast du das Bauchgefühl, das hast du gerade falsch gesagt oder du weißt nicht wo und was? Genau, das hatte ich gerade. Okay, Stefan, aber erklär uns doch mal. Vorhin auch schon mal bei einem anderen Wort. Nee, ich muss es erklären. Ach, du? Du hast es vorgeschlagen? Ja. Der Christoph hat es. Ach, normal. Wie voll darauf ist der Stefan. Obwohl, war es ein ganz schöner Stefan-Film. Ja, total. Okay, Christoph, dann nehme ich Stefan nicht mehr an. Ja, Christoph, Animation worum ging's? Und queer und sowas. Es ist ein Animationsfilm von Netflix, der im weitesten Sinne in so einer Cyberpunk-Welt spielt. Oder eine Art Cyberpunk-Welt, also so mit Rittern, aber in einer futuristischen Welt. Mit fliegenden Autos und so. Genau. Sieht alles sehr bunt und neonmäßig aus. Und wir haben einen Ritter, der in Ungnade gefallen ist, beziehungsweise dem ein Verbrechen angelastet wird. Er habe die Königin getötet und der wird deswegen gejagt und er versteckt sich. Und zu ihm gesellt sich eine junge Formwandlerin und die unbedingt sein Sidekick sein will als in seiner Eigenschaft als Schurke, als Willen. Und er will aber gar kein Schurke sein und er will eigentlich nur seine Unschuld beweisen und sie begeben sich dann auf so eine Reise. Irgendwas zwischen Schurke werden oder Schurke sein und Unschuld beweisen. Ich glaube, zwei Sachen muss man noch dazu sagen. Also er hat die Königin getötet, ganz offensichtlich vor laufender Kamera. Nur die Frage ist, ob das seine Intention war. Und seine Schuld. Ja. Und seine Schuld, genau. Und die andere Sache, Formwandlerinnen sind in dieser Welt eigentlich nicht normal. Also sie gehört da. Also das ist jetzt zwar Cyberpunk und fliegende Autos und so weiter, aber Formwandler gehören nicht zum Standardrepertoire dieser Welt und deshalb ist das schon was Besonderes. Genau, und was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, die Ritterkaste bei denen ist in erster Linie dafür da, um gewappnet zu sein gegen einen erwarteten Angriff von Monstern, den es wohl in der Vergangenheit schon mal gab. Also vor 1000 Jahren. Genau, wird gemunkelt und er ist eben auch deswegen so ein bisschen in der Zwickmühle, weil er eben er weiß nicht so recht, ob das nicht vielleicht völlig seinem Kodex zuwiderläuft mit der Formwandlerin, dass die halt so im Endeffekt ja seine Freundin ist da, weil die ist ja im Endeffekt das, was man als Monster bezeichnen könnte, wenn man wollte. Und das ist so die Story. Und vielleicht sollte man noch erwähnen, dass die Formwandlerin sehr so ein bisschen punkig und spritzig und sowas ist und so. Cyberpunkig. So. Fuck the system mäßig. Genau. Ja, das auf jeden Fall. Let's go dunk on the punk in the trunk. Oder wie man dann auch unseren Film, den wir gleich als nächstes besprechen werden, da auch zitieren könnte. Irgendwie Government's a cunt. What's new about it? Ja. Ja, so ungefähr. Genau.
Ja, Moral von der Geschichte, so ein bisschen, Menschen können nicht so gut mit Sachen, die sie nicht verstehen und die irgendwie fremd erscheinen. Ja. Das Ganze verpackt in eine quietschbunte Bonbon-Action Rollercoaster-Ride, möchte ich sagen. Mhm. Und ist Moral von der Geschichte dann erst so Richtung Ende des Films. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, und mit schon ziemlich queeren Elementen auch wieder, gell? Also, und zwar diesmal finde ich eleganter eingewoben als bei Strange Worlds oder Strange World, ich weiß nicht gar nicht mehr, wie der hieß. Das war ja auch nicht gar nicht gemacht, ja. Das fühlte sich nicht gut an. Genau, nicht ganz so plump. Also wir haben auch, der Ritter ist auch schwul hier, ist mit einem anderen Ritter zusammen und fühlt sich aber sehr, sehr normal und sehr, sehr cool und sehr nicht so on the nose an. Ja, auch für die ganze Welt da. Ist halt genau. Einfach, und ja, die andere Sache, die finde ich eigentlich noch prägnanter ist, ist halt die Rolle der Nimona, die ja dann auch darüber sinniert, wie das ist, Form zu wandeln und dass sie sich dann wirklich sich selbst fühlt und so. Also die ist im Endeffekt so ein Gender-Fluid Allegorie. Wie das so ist, dass man eben nicht nur in dem Körper, in dem man jetzt gerade erscheint, immer ist, sondern dass man eben auch manchmal anders ist. Und wie sich das anfühlt und so. Also das fand ich ziemlich cool gemacht. Und eben auch so, dass man das sehen kann, wenn man will, und es da auch drin ist. Aber man kann es auch einfach ignorieren, wenn man will. Also man kriegt das nicht auf die Nase geprügelt. Und ja, fand ich sehr cool. Ja. Also ja, gehe ich alles mit, was du gesagt hast. Ich fand ihn irgendwie, vielleicht war ich auch zu müde, ich fand ihn irgendwie zu aufgedreht und überdreht und alles, also sie müssen ja dann so auf verschiedene Missionen gehen, um irgendwie verschiedene Sachen rauszukriegen. Also die Verfolgungsjagden sind doch grandios, oder? Die Verfolgungsjagd, ja, aber... Diese Formwandel-Verfolgungsjagd, wo sie dann Vogelstrauß und ein Wal und ein Nashorn und weiß ich, eine Katze, was weiß ich. Das ist so geil. Also, ja, dieser Wal, wie er da einfach durch die Dinger durchknallt. Der Wal ist so, diese Massenänderungen durchgucken. So ein bisschen überrascht ist, dass der Boden sie aushält, wie sie da als Wal ist. Surprisingly sturdy, irgendwas, und dann kracht sie doch noch durch. Der Gag war wirklich gut. Aber danach ist halt wieder so, alles fliegt durcheinander, sie wandelt sich 50 Mal in irgendwelche Viecher und kann alles abwehren. Ja, aber dann so, das war dann so, es wurde dann irgendwann so zum Selbstzweck und die war mir irgendwie so überdreht, die ganze Zeit hatte ich so, Remedel, red doch mal langsamer, das ist ja furchtbar. Aber gut, okay, vielleicht sind wir auch nicht Zielgruppe. Ich mochte sie, ich fand das sehr, sehr cool, mir hat es großen Spaß gemacht. Und zur Zielgruppe. Ich mochte sie auch, auf jeden Fall. Zur Zielgruppe, er ist ja schon auch düster und brutal und so, ja. Also, wie die Königin geröstet wird, das ist ja schon. Das war echt sehr überraschend. Geht ja gleich gut los, ja. Ja. Und ich hatte so die erste, bis wohin etwa? Ich glaube, bis kurz nach dieser Verfolgungsjagd hatte ich ihn alleine gesehen und habe dann entschieden, nee, der ist cool, den schaue ich mit meinen Kindern. Und habe gedacht so, okay, die Sache mit der Königin und so, mal gucken, wie cool sie es finden. Aber die waren da völlig, völlig cool mit. Also, weil er eben so überdreht ist, dass sie dann eben solche krassen Sachen, auch der Einspieler ganz am Anfang, der ist ja wirklich düster. Der ist echt, ich hab mir noch gedacht so, ob die das wohl mit ihren Kindern gucken? Ist ja ab 6, das müsste auch mit den Großen zumindest gehen. Oder bei dir, Christoph, ja, mit beiden. Ich hab den Vorspann gesehen, hab direkt gedacht, nein. Und genau, dann geht's so los, so, oh nee. Ja, genau. Und nee, aber die Kinder haben sich kaputt gelacht und meine Kinder sind ja echt empfindlich und hatten wirklich große Freude mit dem ganzen Film. Wir haben in einem durchgeschaut und und am Schluss? Dann auch die Schluss, also das Schluss, ich will jetzt nicht spoilern, aber sagen wir mal, wenn das Schwarze kommt. Auch das hat dann meine Frau auch, wir saßen auf einem anderen Sofa, meine Kinder und
also meine Frau und ich auf dem einen und meine Kinder auf dem anderen. Und wir haben dann immer gefragt, so hier Rosa, alles okay, sollen wir rüberkommen? Nö, nö, ist okay. Also es war schon spannend für sie, aber es war, die haben das gut ertragen. Also ich, irgendwas in diesem Film hat dafür gesorgt, dass sie es locker nehmen konnten. Ich weiß nicht, dieses bunte Knallbumm oder, ja, oder weil sie, gut, das wäre jetzt ein harter Spoiler am Ende. Ja, also nee, also die konnten mit dem Ende auch eben rein mit dem, was erzählt wurde und wer ist, konnten sie eben gut umgehen. Und das, also da ist ja ein gewisser Bruch drin und ein inhaltlicher. Und das war für die praktisch so, dass der Ausweg, dass sie sagen konnten, ah, okay, das also, da können wir mitgehen. Okay. Ich habe neulich mit meinen Kindern versucht, Monster Uni zu gucken. Und ja, habe ich auch geschaut, ja. Die gehen da einfach irgendwie auf die erste Erschrecker durch die erste Erschreckertür in irgendein Schlafzimmer von so einem Kind und dann hat mein Sohn, na gut, er ist erst 3, beschlossen, dass er da nicht mehr hingucken möchte und er möchte jetzt bei Mama auf dem Arm. Und dann hat meine Tochter auch irgendwann gesagt, er hat sich vielleicht anstecken lassen von seinem Gejammer. Ja gut, er ist halt schon noch sehr klein, ja. Ja, also, und hat dann auch irgendwie gesagt, ja, sie möchte das jetzt auch nicht mehr gucken. Und wir sind da, glaube ich, so 10 Minuten reingekommen oder so. Und deshalb, ich habe den Vorspann gesehen mit diesen ganzen dunklen, mit diesen Monster-Augen. Der ist halt so düster, also der ist halt total abstrakt gezeichnet. Aber ja, aber das sind halt so Augen im Wald und so. Und dann dachte ich so, und die sind dann, irgendwann wird es dann dunkel und dann sind nur noch diese Augen zu sehen. Und dann, ich so, ja, die schaffen das nicht mal hinter den Vorspann. Also das brauche ich gar nicht versuchen. Ja. Nee, aber, also, wie gesagt, meine Kinder waren begeistert. Vielleicht ab 6 erst. Aber, nee, fanden super. Tja. Und, also, ich fand auch für Erwachsene, also, mir hat er viel gegeben. Ich fand ihn berührend und lustig und spritzig. Also, ich mochte ihn sehr. Der hat schon Spaß gemacht, ja. Und die Murder Wall. Ich hatte eine gute Idee. Sie hatte immer so geile Begriffe für alles, was er in seinem... Ja. Ja, die wollte halt Bösewicht sein. Ja, sie wollte so super Schurke aus ihm machen und er war einfach nur irgendwie an der Mordermittlung dran. Und sie so, ah, ein Murderwall, alles klar. Dann, für ihn war das Verdächtige und für sie war das so, das sind die nächsten Targets, die wir umbringen. Ja. Ist super. So gut. Ja, und vor allem zentral drauf halt dein Verflossener, gell? Oder? Ja, genau. Ambrosius, Gesundheit. Ambrosius. Ja, fantastisch. Ja, und dieser dumme Ritter auch sehr lustig. der hatte zwar immer mal so lichte Momente, wo ihm dann irgendwas gelungen ist, aber dann war ja, er so, voll Erfolg gehabt zwischendrin, gell? So herrlich dumm dann wieder. Tja. Ja, wenn du seit hunderten von Jahren die Ritter immer mit sich selber züchtest. Ja, seit tausend Jahren. Die Nachfahren von Gorath. War schon. Das nicht gut geht. Ja. Die Königin hat's gesehen, aber es war ihr nicht vergönnt, länger zu leben als bis kurz in den Vorspann. Das war schon so ein Moment, in dem Moment, wo die Königin wegröstet, dachte ich so, wait a minute, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich dachte jetzt, es wird so eine Coming of Age und er muss in der Gesellschaft anerkannt werden und so, so wurde das so aufgesetzt. Und ein Stück weit wird es das ja am Ende auch, aber. Ja, klar. Aber so in dem Moment, wo die Königin wegfrittiert, dachte ich so, what? Das war schon sehr überraschend, wirklich. Okay. Der Film nimmt dann wirklich erstmal so einen Dark Turn und man sieht es nicht so richtig kommen. Ja, und ich finde gerade bei so Filmen, jedenfalls geht es mir so, dass man immer so denkt, naja, das ist ja eher so für Kinder, da hast du jetzt genug Filmwissen, du weißt ja, ist klar, was kommt. Ja, und wenn genau. sie einen dann in einem Moment so erwischen, von der Seite so, wie ist denn jetzt das gerade passiert? Finde ich immer sehr schön, wenn also so Überraschungsmomente passieren. Aber war auch schön, wie sie diese Kombination aus eigentlich mittelalterlicher Monarchie und dann aber so Football-Event im Stadion und sowas kombiniert haben. Also überhaupt das Design fand ich echt cool, weil es halt ja, irgendwie mittelalterliche Stadt war, aber dann halt auch total futuristisch mit fliegenden Autos und so weiter und so. Also, und die Ritter nicht auf dem Pferd, sondern auf dem fliegenden Scooter oder sowas. Bisschen Star Wars-ig, die Ritter irgendwie dann ja, mit diesen fliegenden Dingen. Klar.
Ja. Ja, aber Steampunk-Ritter vielleicht. Viele Anleihen so bei, ja, wie du sagst, Cyberpunk, Blade Runner, ja, so verschiedene genau. Momente und dann aber auch wieder so ganz, ganz klassische, geht man U-Bahn fahren und die Ritter. Warum denn noch so eine blöde U-Bahn? Die Ritter stehen da. Wie er in der Tür eingeklemmt wird. Ich hab so gelacht. Mehrfach in der Tür eingeklemmt. Die Ritter stehen da so dumm immer an der Ecke rum und reden durch ihre Helme, was auch sehr Stormtrooper-mäßig rüberkommt die ganze Zeit. Ja, und unterhalten sich über so irgendwie die ein, zwei, die immer über Fischotter diskutieren. Seeotter und Fischotter und irgendwas. Das ist halt auch so, irgendwie muss ich da immer an Stormtrooper denken, die auch ja, immer klar, so Unfug klar. reden, wenn sie so wenn man sie so kurz belauschen kann. Aber ich finde es halt noch geiler, dass sie halt in so einem mittelalterlichen Ritterhelm reden. Also, das ist ja, halt so genau. bescheuert. Fantastisch. Ach ja. Ich hab's geliebt. Ja, ist so ein bisschen tränenselig dann am Schluss, wenn man rauskriegt, was es alles mit der ganzen Sache eigentlich auf sich hat. Ja, ist aber schon, ja, es ist berührend. Ich natürlich geweint. Also, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber okay. Dann ist er doch alles. Genau. Hat er doch alles erfüllt, oder? Finde ich auch. Ja, haben wir noch was dazu oder wollen wir schon Punkte geben? War erstaunlich kurz. Steht mit einer Stunde 42 oder irgend sowas grob in der IMDb oder auch ist doch dort. Kurz für so ein Kinderanimationsfilm. Ja, oder? Warte, da hast du mal auf die Uhr geguckt, wann der Abspann anfängt. Da war noch 17 Minuten auf der Uhr. Also ist er. Ja, ja. Echt, das ist echt krass. Ja, also da war richtig viel Abspann hin. Ich dachte, da kommt mit Sicherheit noch eine Post-Credit-Scene, kam aber nicht. Es kam einfach nur ein unfassbar langer Abspann. Ich glaube, wir haben den Abspann sogar geschaut. Ja, da rennen ja auch dauernd irgendwelche Comic-Figuren zwischen den Zeilen rum und so. Also so Mäuse und ihre Viecher halt, in die sie sich immer verwandelt hat. Mhm. Aber da kommt keine Post-Credit-Scene und wenn du das halt abziehst, dann ist er sauber unter 1,30. Und ja, okay. Kurz. Das stimmt, dann ist er kurz, ja. Aber gut, das tat der Sache keinen Abbruch. Also es fühlte sich jetzt auch nicht so an, als ob er noch irgendwie 20 Minuten gebraucht hätte, von daher. Dann nee, überhaupt nicht. Dann eher aufgeregt, aber ich fand es erstaunlich, wie viel Abspann da war. Das ging mir auch so, als ich dann so geguckt habe, so jetzt noch 20 Minuten, das ist doch eigentlich alles gegessen. Und dann 3 Minuten später raus. Ah, okay, alles klar. Ja, aber dann kommt am Schluss auch noch diese für jedes Land die eigene Übersetzungs- Schnissel kriegt auch nochmal eine Seite im Abspann und so. Das ja. Na gut. So weit habe ich es da doch nicht geschaut. Naja. Ja, was machen wir da punktmäßig draus? Ja. Mal Stift schreibt. Ja, damit geht's schon los. Ich kann gar nicht aufschreiben, wie viele Punkte jetzt so der schreibt. Also ich, wie gesagt, ich fand ihn super. Ich fand ihn sehr rund. Sehr spritzig, für Kinder was, für Erwachsene was. Sehr total begeistert nach der 9-Jahren-Skala 4,5 Punkte. Genau. Sehr, Bob sehr von wertschätzend. Gibt die auch 4,5. Umgegangen mit diesen queeren Themen. Eine gute Story. Sah super aus. Ich gebe dem 9 Punkte. Und ich habe gewonnen. Ja, warum denn nicht? Okay. Wenn es ein super Film ist, kann ich um 9 Punkte geben. Ja, klar. Ja, du möchtest ja nach oben hin differenzieren können. Genau. Deswegen. Und ich war sehr begeistert. Ich weiß nicht, wie man besser machen soll. Ich finde, bis in Kleinigkeiten hin fand ich ihn sehr cool gemacht. Mich hat er nicht ganz so hart gekriegt wie dich. Ich fand ihn trotzdem gut. Ich komme so bei 7,5 raus. Und ich fand die Protagonistin super. So lustig und so charmant. Oh. Ja, im Grunde würde ich euch überhaupt nicht widersprechen wollen, aber mich zieht es eher so in die Richtung, wo der Stefan ist. Fand ihn auch gut, aber so zwischendrin, wie gesagt, irgendwie zu überdreht, vielleicht war ich zu müde, keine Ahnung. So ganz hundertprozentig hat er mich nicht erwischt, aber ich insgesamt gut unterhalten. Schöner Film und gebe auch 7 Punkte. Okay, da sind wir heute aber mal zügig durchgehielt. Der Jan wird jetzt sagen, naja, hätte du was gesoffen,
dann hätte jetzt noch lange über den Film geredet. So saufen wir jetzt einfach. Also gucken, ob wir vielleicht was an Alkohol, passendes Alkoholisches da haben. Haben die irgendwas getrunken? Nee, es war ja ein Kinderfilm, gell? Kinderfilm. Gab es das nicht so. Ich habe vorhin überlegt, ob ich für unseren jetzt direkt in danach folgenden Film etwas Urschottisches trinken soll, weil die so wunderbar glasgowerisch urschottisch gesprochen hat, die eine Hauptdarstellerin. Aber das habe ich nicht, sondern ich habe festgestellt, dass ich noch von unserem Vatertag noch ein Bier im, nee, ich habe glaube ich noch drei Bier im Kühlschrank liegen und die laufen jetzt 11:23, mindestens haltbar bis 11:23. Das heißt, ich muss es heute trinken. Bei der nächsten Aufnahme ist schon 12:23 und dann ist es abgelaufen. Ja, das stimmt. Das ändert sich auch so schnell. Dann innerhalb von einer Woche geht so ein Bier auch mal ruckzuck kaputt. Genau, das Bier, das deswegen, guckt regelmäßig auf sein eigenes Label und wenn es sieht, dass es abgelaufen ist, fällt es sofort dort um. Genau. Und vor allem ich als Bierkenner, ich merke das wahrscheinlich gar nicht, wenn es abgelaufen ist. Ich trinke regelmäßig. Ich habe die letzten drei Ausgaben, wo ich Bier getrunken habe, war das auch doch immer schon drei Monate abgelaufen. Ach, das macht eigentlich nichts. Vor allem, ihr werdet gleich hören, was ich mit dem Bier mache. Ich habe eben kurz mich gemutet, während du erzählt hast, wie viele Punkte du gegeben hast. Hast du 7 oder 7,5 gegeben? Ich habe schon wieder vergessen. 7,5, glaube ich, am Ende. Bob? 7. Ich 7 und Stefan 7,5. Ja, genau, Bob 7. Genau. Und ich habe mich kurz gemutet, um zum Fenster zu gehen. Ich habe nämlich hier mein Bier draußen vors Fenster gestellt. Sehr klug. Ich trinke ein Schlappesäppel Sommerlager. Grandioses Wortspiel. Und da es ein reines Bier ist, werde ich vorher, also ich gieße es in ein Glas und werde vorher einen Schuss Hibiskussirup ins Glas gießen. Das heißt, ich mache mir einen Hibiskussirup Aschaffenburger Weiße mit Schuss. Aber Sommerlager ist doch kein Sauerbier. Insofern. Nein. Ja, so ein bisschen süß kann man das schon machen. Ja, kann man. Vor allem Hibiskus. Macht sich schon super in Bier. Also ich habe es noch nie gemacht, aber ich werde es testen. Gut. Nicht gut, aber okay. herrlich. Was trinkt ihr? Kämpft noch immer mit übrig gebliebener Säure. Also jetzt nicht irgendwie in mir Säure, sondern Zitronensäure, die ich noch im Kühlschrank stehen habe und die sich immer noch gut hält. Und habe mir deswegen heute den Zitronensaft geschnappt und werde mir da jetzt aus einen ganz normalen Whisky sauer machen. Okay. Gut für dich. Ich habe unmittelbar vor der Sendung die vierte von 20 Antibiotika-Tabletten genommen und trinke daher Wasser. Weil das, glaube ich, sich nicht so gut möchte, wenn man das zusammenschüttet. Möchtest du erzählen, was du hast? Irgendwas Urologisches hoffentlich. Nee, tatsächlich einen schönen Backen. Sonst lohnt sich's nicht. Den meine Kinder aus dem Kindergarten mitgebracht haben und der sich in meinem Hals festgesetzt hat. Ich weiß nicht, ob man's langweilig. Hört. Kleines bisschen, aber. Ja, ich habe am längsten durchgehalten. Mein Sohn hat's angeschleppt und dann hat's meine Tochter gehabt, dann hat's meine Frau erwischt. Und als allerletztes bin ich dann umgefallen, aber ja, umgefallen und gelässt. Ich hab's ja auch. Und es könnte auch sein, dass ich's von deinem Sohn hab. Aber bei mir ist es nicht bakteriell. Bei mir ist es nur, ich bin seit 2 Wochen heiser. Seit ich bei euch war, bin ich heiser. Okay. Oder tja, könnte auch sein, dass jemand anders angeschleppt hat. Ja klar, es ist völlig random. Es können genauso gut meine Kinder hier gewesen sein. Guten so, Tag. Weiß einer von euch, wo ich den Strainer hingelegt habe? Nach München. Hast mehr als einen. Ja, aber im Studio habe ich nicht so viele. Du meinst, ich sollte mir mal einen Studio-Strainer anschaffen? Drucken. Mein Sohn kam neulich mit diesem kleinen Schiff an, was du gedruckt hast. Und der Schornstein ist abgebrochen. Und oh nein, was passiert? Er hat mir erklärt, das Fernglas ist ab. Und ich habe erst nicht verstanden, was er von mir wollte, aber wenn man den Schornstein abbricht, ist er halt hohl und dann Ist ein Fernglas. Ja, ist ein Fernglas. Und, aber das muss trotzdem oben wieder drauf, weil das ist irgendwie offensichtlich der Fernglashalter oder ich weiß es nicht. Jedenfalls ist er todtraurig. Ich glaub, Sekundenkleber. Sekundenkleber. Ja, das, wahrscheinlich. Wenn ich Sekundenkleber finde, versuche ich das mal.
ob ich, keine Ahnung, ob ich sowas habe. Seitdem ich 3D drucke, habe ich Sekundenkleber auf dem Schreibtisch stehen. Sekundenkleber habe ich auch immer da. Das braucht man so viel. Echt? Brauche ich so naja. Nie. Dauernd irgendwas ankleben. Kinder zerbrechen dauernd irgendwas, was dann immer wird irgendwas randaliert. Ja, ja. Ming-Vasen und was man halt so im Haus hat. Oh. Mm. Ah, lecker. Ja, auch, also Hibiskus Sommerlager ist auch durchaus zu empfehlen. Hibiskus Sommerlager. Ja, Frankfurter Leitungswasser auch top. Gute Rohrperle. Oh ja, habe ich auch lange Jahre getrunken. Zu deutschem Wasser. Oh Gott. So. Alte weise Männersprüche. Oh Gott, alte weise Männer. Hat einer von euch Wetten, das geschaut? Nee, oder? Nee, Glück nicht. Du? Aber ich habe nur Schlimmes gehört. Ja, furchtbar. Ich habe die Ausschnitte gesehen, die sind so cringe, man kann sie kaum schauen. So, so schlimm. Ich hab nicht mal das mitbekommen. Was ist denn passiert? Naja, Gottschalk hat sich halt fantastisch alte, weißer Mann-mäßig disqualifiziert, hat unfassbar frauenfeindliche Dinge gesagt. Shirin David, wie heißt sie? Shirin David? Shirin ja, irgendwie. David, ihr wisst, David, irgendwas. Ja, wie auch Ahnung, immer. Weiß ich. Hat ihn halt so krass ausgekontert, wie ich das nie erwartet hätte von ihr. Also da muss ich auch sagen, habe ich sie auch unterschätzt. Ganz, also muss ich echt sagen, weil ich sie... Wer ist das? Optik, was kann die? Die ist, glaube ich, ursprünglich mal YouTuberin und aber Sängerin vor allem. Ist mittlerweile, ich würde sagen, oder sagt man neben Helene Fischer die zweite erfolgreichste Sängerin Deutschlands momentan. Also vollkommen krass. Oh, krass. Ja, ja, und es ist halt so extrem künstlich, gell? So extrem, körpermodifiziert und gesichtsmodifiziert. Und also ist nicht meine Ästhetik, aber ja, egal, ich bin halt nicht die Zielgruppe. Aber sie hat wirklich aus dem Köpfchen und hat halt Gottschalk wirklich wie ein vollkommener Vollhonk aussehen lassen. Aber es ist schwer anzuschauen. Also es tut wirklich weh, weil er so dummes Zeug sagt. Also es ist wirklich schlimm und darauf auch so beharrt und so und man halt allen anderen Gästen, die außen rum sind, halt so ansieht, wie sie nur weg wollen. Es ist so, oh Gott, ich will nicht hier sein. Ich will das nicht miterleben. So, oh, es ist wirklich schlimm. Es ist richtig, richtig schlimm und also, ja, ich habe so Kommentare gehört dazu, die halt gesagt haben so, ja, was habt ihr erwartet? Ja, es ist halt einer der alten weißen Männer, der halt bekannt ist dafür, dass er halt seine Show immer dazu genutzt hat, Frauen zu bekrapschen und was erwartet ihr davon, was der von sich gibt, ja? Aber es ist wirklich hart. Er hat sich keinen Gefallen getan mit der Show. Hat er zu Cher gesagt irgendwie, man? Ja, ja, genau, zu Cher hat auch so ganz Schlimmes gesagt. Oh Gott. Ich krieg's auch nicht zusammen. Ich hab's nur. Ja, auch ja, aber genau. Auch meine Frau hat's mir erzählt, aber ich krieg's. Wird jetzt wahrscheinlich Blödsinn zitieren, weil ich's nur. Ja, hat, glaube ich, so. Die alte. Früher hätte man ja noch Frauen bekrapschen dürfen. Nee, so hat er es nicht gesagt, aber es war so. Er hat so drüber lamentiert, wie viel besser früher alles war und. Cher war da einfach auch nicht der richtige Adressat für. Ja, sie ist auch alt, aber. Der hätte halt echt vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren aufhören sollen. Ja, oder vor 20. Ja. Mhm. Ich dachte eigentlich, der hätte aufgehört. Hat er nicht aufgehört? Ich habe mich jetzt gewundert, dass plötzlich dieses Jahr haben wir irgendwie gesehen, die anderen in ihrem Status, sie schauen heute Wetten, das. Und ich dachte, hä, was geht denn jetzt? Weiß es nochmal so ein Revival oder was? Das lief doch die letzten Jahre nicht, oder? Nee, das war immer so Pause und dann kam es irgendwie wieder. Also für mich hat es sich jetzt auch so angehört, als es hieß, letzte Sendung, er hört auf. So, mein erster Gedanke war genauso, hat er das nicht schon dreimal oder so? Ja. Kommt er nicht irgendwie immer wieder so zurück und wenn er das in 5 Jahren jetzt wieder macht, dann haben wieder alle vergessen, dass es so war. Ja, furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Naja. Ja. Gut, hätten wir das auch abgehandelt? Aber das tatsächlich gesehen. Früher war ja die Erklärung irgendwie ganz gut zu verstehen, warum diese ganzen Weltstars in diese Sendung kommen, wegen der massiven Einschaltquoten, die halt damals hatte, so.
Ist das immer noch so? Also jetzt neben YouTube und Streaming und so weiter, wenn das ist, also klar, der in Social Media ist dann so ein entsprechendes Echo, aber wahrscheinlich auch, stelle ich mir so vor, weil wir halt auch in so einer Bubble rumhängen, wo die Leute ungefähr so alt sind wie wir, für die das was bedeutet hat, in ihrer Jugend. Aber hat das noch so, warum kommt Share dahin? Also hat es noch Verstehe so Einschaltquoten? Also es hat immer noch die krassen Einschaltquoten. Ich weiß nicht, ob das wirklich so relevant ist, ob dieses Einschaltquotending wirklich noch so eine Rolle spielt, aber verstehen tue ich es auch nicht ganz, was die da wollen, warum die das sind. Ja. Also ich, ja, vor allem, wenn das so eine Sendung ist, die es nicht regelmäßig gibt, wo du jetzt auch sozusagen die ganzen jüngeren Generationen, die kennen das ja nur vom Hören sagen, weil ihre Eltern ihnen das vielleicht erzählt haben oder so. Also wenn das. Ja. Und haben nicht dieses, ja, Samstagabend gucken wir das, sondern ja, Samstagabend, weiß nicht, gehen wir entweder aus oder auf Netflix wird sich schon was finden lassen, so ungefähr. Dieses lineare Fernsehen, ich weiß nicht. Ich verstehe es nicht mehr, seit ich mich davon abgekoppelt habe, aber es scheint immer noch so ein Ding nicht zu sein. Also. Ja, ja. Gibt immer noch Leute, die das gucken, ja. Also ich könnte es eher verstehen, wenn Cher irgendwie käme und irgendwie sich von, weiß nicht, dieser YouTuberin mit, wo halt klipp und klar zu sehen ist unter dem Video, wie viele Millionen Klicks die so am Start hat. Mhm. Wenn sie dahin gehen würden, das würde ich irgendwie verstehen. Aber ja. Ja. Ja gut, aber Cher kommt halt vielleicht auch aus einer lange vergangenen Zeit und die war halt schon 10-mal bei Wetten, dass und hatte dafür damals ihre Gründe und hat vielleicht immer noch dieses das hat damals funktioniert, vielleicht funktioniert es heute immer noch, oder? Vielleicht hat es auch einfach eine Connection zu Thomas Gottschalk. Also, keine Ahnung. Wer weiß, ja. Der wohnt doch irgendwo in Kalifornien. Vielleicht wohnen die irgendwo in der Nähe voneinander. Vielleicht haben sie sich auf irgendeiner Party kennengelernt. Und dann, ja, ich komme in deine Sendung. Ja, passt schon. Ja, das letzte Mal. Nee, dann komme ich. Ja. Ich habe jetzt wieder lineares Fernsehen geschaut, sonntags zum Football schauen. Mhm. Und das ist schon sau anstrengend. Ich finde es schrecklich, dieses Werbung schauen. Man kann es nicht ertragen. Genau. Es kommt dauernd Werbung. Dann kann man nicht einfach mal Pause machen und weiter gucken, wenn man Lust hat. Irgendwie, das mag das ja auch nicht so gerne. Mhm. Das ist schon anstrengend. Ich bin dann immer froh, wenn Fußball rum ist und ich den The Zone-Account nutzen kann und dann in Ruhe hier dieses, wo alle Spiele parallel kommen. Wie heißt es denn? Red Zone. Wobei ich jetzt auch festgestellt habe, wenn man da so ein bisschen müde ist und halt, du guckst 6 Spiele gleichzeitig. Du musst halt immer wieder wissen, was jetzt gerade bei den anderen los war, auf welchem Stand die sind und das ist echt krass. Da habe ich irgendwas nebenher gemacht, kurz so irgendwas angeguckt, bist halt raus, kriegst du nichts mehr mit. Also keine Chance. Du musst es von Anfang an nur als so eine Art Supercut der geilsten Szenen sehen und dich gar nicht dafür interessieren, wie die einzelnen Spiele ausgehen, kannst du den nächsten Tag nachlesen, wenn du wieder wach bist. Ja, ja, aber es ist ja auch spannend, also dann mitzukriegen, also in 2 Spielen gleichzeitig mitzufiebern, ist halt schon irgendwie auch cool. Also gerade wenn es so zum Ende hingeht und irgendwie 3 Spiele auf der Kante stehen und die einen haben noch 4 Minuten, die anderen haben noch 20 Sekunden, dann bist du halt dauernd bei diesem 20 Sekunden oder 40 Sekunden Spiel und dann schalten die dann zum nächsten. Wo es gerade spannend ist, das ist echt cool. Und dann zeigen sie irgendwie, wenn sie spielen für so ein Blowout 43-3, gibt es noch ein Field Goal am Schluss. So, ja, okay, komm, ist egal. Und das zeigen sie auch nur so ganz kurz oder sogar in der Wiederholung. So, naja, gut, also hier ist auch noch was passiert, aber ist ja egal. Und da fokussieren sich halt schon auf die Stellen, wo es spannend ist. Und das ist echt cool, das macht Spaß. Mhm. Ja. Was ich hingegen gestern geschaut habe, war Black Mirror. Staffel 3, Folge 6. Von allen gehasst. Mhm. Soll ich mal zusammenfassen? Wenn du möchtest, gerne. Oder wolltest du? Du weißt ja, wie viel Spaß mir das macht. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt auch schon wieder alles vergessen. Ich muss ja gleich noch über Hijack reden. Ich muss mir jetzt immer kurz anlesen, worum es da ging. Also. Um Flugzeuge. Mach erst mal Black Mirror. Genau, von allen gehasst. Wir haben ein Ermittlerteam, ein weibliches Ermittlerteam, bestehend aus der vorhin schon angesprochenen Glasgowerin und einer
offensichtlichen Engländerin, gespielt von einer Dame, die wir aus der Andor-Serie kennen, dieser blonden Rebellin. Und die müssen, kann ich die. Ja. Die müssen einen seltsamen Fall aufklären, nämlich von einer Frau, die gerade in einem Shitstorm stand, in einem Internet-Shitstorm, und die sich vielleicht selbst getötet hat, und es stellt sich raus, hat sie nicht. Und kurz darauf stirbt ein weiterer, der auch gerade sich eines Shitstorms ausgesetzt sah. Das heißt, da besteht wohl ein Zusammenhang. Dann ist da noch so eine zweite Ebene, nämlich Die erste hat sich schon selbst getötet. Ja, die hat sich, klar, hat sich selbst getötet, aber ist nicht so ganz klar, warum. Und weil sie also die Frage ist halt, ob das wirklich ein echter Suizid war. Da gab es so andere Anlässe sozusagen, warum sie das gemacht hat, ja. Genau. Und jetzt finden sie heraus, dass die mehr oder weniger die Mordwaffe waren künstliche Bienendrohnen. Bienen, nee, nicht Drohnen, sondern Drohnen. Arbeiterbienen. Ja, jetzt kommt es darauf an, wie wir das Wort problematisch benutzen. Ja, das technische Wort Drohne, für Drohne. Was die Biene angeht, keine Drohne, sondern eine Arbeiterbiene. Genau. Denn eine Nebengeschichte, die Bienen sind ausgestorben. Und da das ein großes Problem ist, weil dann eben keine Pflanzen mehr, oder viele Pflanzen nicht mehr bestäubt werden und dann halt auch halt aussterben, haben sie eben so eine Möglichkeit gefunden, so kleine, also in Form und Größe einer Honigbiene, Insektenroboter, also Drohnen. Echt blöd, also in dem Fall ist das Wort echt blöd. Drohnen zu bauen, die eben diese Bestäubungsarbeit übernehmen und die sich sogar selbst reproduzieren können, was natürlich sehr gruselig ist. Und stellt sich raus, irgendjemand hackt wohl diese Bienen und benutzt die als Mordinstrument. Und das in Verbindung damit, dass die Leute, die da sterben, eben dieser Shitstorm, der ist ursächlich für die, dafür, dass sie gekillt werden, weil es im Endeffekt so ein Poll ist, also es wird quasi mehr oder weniger abgestimmt darüber, dass wer getötet werden soll, und es wird jeden Tag einer getötet, und die Leute, die da abstimmen und die sich an diesem Shitstorm beteiligen, die halt so Internetmobber sind, denen ist das nicht bewusst, dass sie denjenigen im Internet mobben, damit für verantwortlich sind, dass derjenige dann getötet wird. Anfangs nicht. Genau. Später, wenn das Stimmt, Fernsehen irgendwann. Darüber ja. redet, dass ja. es so ist, machen die Leute ja trotzdem weiter. Ja, und noch viel krasser, ja. Ja. Ja, und das Ganze eskaliert dann und nimmt dann Züge an, die sehr stark an die Vögel von Hitchcock erinnern. Wo sich dann in so einem Haus verbarrikadieren und mit einem der zukünftigen Opfer und die Honigbienen von draußen versuchen, das Haus zu stürmen und so. Sehr, sehr bedrohlich. Ja. Das ist so die Story. Und wo das dann gipfelt und hinführt, ja gut, das brauchen wir jetzt nicht spoilern, aber ja, ist halt Black Mirror mäßig. Also es ist schon düster und nihilistisch, was da passiert und was die Hintergründe sind. Ja. Schön fand ich so diese, ist relativ unbedeutend für die Geschichte, aber es gibt so eine Szene, in der der Prime Minister da in seinem Kabinett sitzt und so ganz unverhohlen quasi so Leute über die Klinge springen lassen will ja. und alles rumkommandiert, so ein bisschen erinnerte mich an Trump, so can we just nuke the place, so nach dem Motto. Ja, genau.
So, nein, das würde ich jetzt nicht. Also es sind die ganzen Berater so alle in heller Aufregung. Was will er jetzt wieder anordnen, der Idiot? ja, aber es war, ich weiß nicht, ob ich das, diese Geschichte an sich war cool mit den Bienen. Dass man so sagt, so diese grundsätzliche Idee, was, wenn die Bienen, das Thema haben wir ja oft in der Presse, und es ist ja wohl auch ein richtiges, echtes, großes Problem. Gerade wir in Bayern hatten das ja vor ein paar Jahren, gell? Wir hatten da ja eine große Abstimmung, Volksabstimmung. Und was wäre das eine Lösung und was bringt das gegebenenfalls für Gefahren mit, wenn die Falschen das machen dürfen? Und eine coole Idee, die sie da hatten, gell? Ja, coole Idee. Und das Ganze dann in so eine Crime-Ermittler, in so eine Tatort. Im Grunde kam ich mir vor wie in einem Tatort, weil die saßen da immer in ihrem Büro und sind da immer so hin und her gelaufen und irgendeiner hat Kaffee reingebracht und so. Das war alles so Tatort. Es war schon hart Tatort-Vibes auf Englisch, oder? Ja, total. Ja. Und sie war so die Desillusionierte, war so ein bisschen dieser Dortmund-Tatort. War sie halt mit ihrem schottischen Akzent. War so toll. Ja, der war Glasgow schön. Glasgow-Schottisch. Ja. Oh, super. Und die andere mit ihrem Nordenglisch war auch, fand ich auch super. Ach, ich muss sagen, also diese Black Mirror Staffeln, das macht so Spaß, weil es so britisch ist. Werde ich vermissen in den späteren Staffeln, die dann amerikanisch sind. Aber dass zum Beispiel niemand mal irgendwie ernsthaft auf die Idee gekommen ist, so, sie wussten, dass ihr zu dem Zeitpunkt zum Beispiel, wo sie diese eine Frau in Sicherheit bringen wollen, ist ja klar, was der Gegner ist. Der Gegner sind diese Drohnenbienen. Also würde ich sagen, ist auch relativ klar, wie man sich dagegen verteidigt. Was machen sie? Sie bringen sie in so ein komisches Safe House, wo sie normalerweise so Zeugenschutzprogramm Menschen hinbringen. So, ja, okay, so weg von allem. Vielleicht, wer weiß, wie derjenige seine Targets findet. Aber das ist halt nicht bienendicht. So, irgendwie hätte ich auch mal so Wert drauf gelegt, irgendwie, und dann ist auch Ewigkeiten noch das Fenster offen, so, bis sie dann mal das Fenster zumachen. Die ihr wisst doch, dass die Bienen das Problem sind. Und die dachten doch, dass es so weit von einem Hive weg ist, dass es nicht in Gefahr ist, oder? Ja, das stimmt. Aber ich finde, der zweite Tote gibt halt bekannt, wie man sich gegen die Dinger wehrt. Der zweite Tote? Ja. Einfach der dicke Magneten irgendwo hinstellen. Kommen da nicht durch. Ja, stimmt. Hä, der genau, sagt und das? Da hast du recht, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Hä, wo sagt denn das? Der sagt es nicht, aber der... Ach so, dadurch wie er stirbt. Genau. Ja, stimmt. Und damit hätte man zum Beispiel den Prime Minister. Bedrohten, ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, den so bedrohten wichtigen... Du hast gesagt, den Prime Minister, der steht dann auch irgendwann auf der Abschussliste. Also da hast du dann... Sowas den Prime Minister dann als nächstes erwischt, gell? Also, ja, wenn der schon Schweine fickt in der Serie. Nee, was war's? Du hast der gleiche. Der muss aber... Nein, das ist aber schon ein scheiß Job bei denen. War nicht der gleiche, aber es ist die gleiche Serie. Da hätte ich dann gesagt, okay, jetzt hast du den ganzen Government-Apparat mit allem, was denen zur Verfügung steht, sämtlicher Militärtechnik und so weiter. Also irgendwelche Störstrahler und keine Ahnung, Radar, das ganze Militär, du hast, was weiß ich, was alles zur Verfügung. Auch ihn mit Hacking oder mit Schein-Accounts, ihn von der Spitze dieser Liste zu nehmen, wäre nicht so schwierig geworden, oder? Genau, also, es hätte tausend Möglichkeiten gegeben. Da brauchen wir doch nicht drauf vertrauen, weil da sagen sie so, ja, sollen wir noch 3 Stunden warten? Ja, aber wir wissen ja nicht, ob er dann vielleicht immer noch oben steht auf der Liste. Wo ich mir denke so, ey Leute, das kann ich euer Ernst sein, wenn ihr da wirklich runter... bringen wollt mit pseudodemokratischen Mitteln, dann kriegt ihr den doch von der Liste. Also das ist doch nicht das Thema. Ja. Aber ja. Ja, du musst nicht das Internet ausmachen, du musst einfach entweder machst du selber Accounts, die irgendwie links, aber jemand anders hochvoten, oder du sagst, dann müssten wir ja selber entscheiden, wen wir stattdessen töten wollen. Wen töten wir denn? Das ist schon schwierig. Du kannst auch anders machen. Du kannst auch einfach zu... Hat er doch gesagt, sagen wir jetzt mal, auf Platz 4 ist ein Pedo. Hat er doch gesagt, irgendwie. Ja, das wäre eine Variante. Die andere Variante wäre, du reitest einfach bei Twitter ein und sagst einfach so, ab sofort werden 80% der Tweets, wo mein Name drin steht, einfach unterdrückt. Dann bestimmt weiter das Volk, wer gekillt wird, aber halt nicht mehr der, sondern dann stimmen sie halt ab Platz 2 bis unendlich ab. Aber das sind so Sachen, wo, ja, oder einfach halt mal so einen verdammten luftdichten Bunker irgendwo, also Typ rein, Tür zu. Gut, man sieht dann irgendwann später, die Bienen können irgendwie eine Glasscheibe kaputt machen und sie kriegen eine Holztür kaputt oder sowas, aber
das Militär hat schon auch Bunker, wo eine Biene nicht reinkommt, wenn man das will, ja, so, das kann man doch, aber darf man die Listung nicht vergessen. Ja. Ja. Ja, er hat so Kleinigkeiten, auch jetzt was anderes. Man sieht halt bei diesem Bienenschwarm draußen, dass es einfach das Budget nicht so richtig gut war. Also es sieht halt echt scheiße aus. Aber da kann ich aber bei Fernsehserien meistens irgendwie wegsehen. Ja, genau. Es ist halt eine Fernsehserie. Es ist halt kein Hollywood-Film. Also habe ich mir auch gedacht, so ja, sehe ich drüber hinweg, aber ich merke es halt. Also sieht nicht mehr zeitgemäß aus. Ich muss aber sagen, was die Story anging und so, und so die Technik und wie das alles aussieht, also nicht die CGI, aber wie die Technik aussehen, das Gear, was die haben, da muss ich sagen, das kann auch mithalten mit momentan. Und wie alt ist die Folge? Die ist doch auch 10 Jahre alt, oder? Weiß es nicht. Jetzt mindestens 5, glaube ich. Und da muss ich sagen, das ist schon ziemlich gut gealtert. Also, weil sie halt eben auch nicht alles komplett auf futuristisch drehen, aber eben so ein bisschen, so auch mit dem selbstfahrenden Auto und sowas, das war also fand ich ziemlich gut gemacht. Das sah schon cool aus, das selbstfahrende Auto. Ja. Ja, die Folge ist von 2016. Also hat jetzt 7 Jahre auf dem Buckel. Mhm. Ja. Insgesamt, wie gesagt, so das, was Jan damals hier kritisiert hatte, dass die sich manchmal nicht so verhalten, wie sich Menschen in diesen Situationen verhalten würden, das war hier drin, aber die Idee, was passiert, wenn du so ein Netzwerk von autonom handelnden Robotern auf die Welt loslässt und jemand sich dort Zugang verschafft und was, wenn die Genese dieser Roboter auch noch so ein bisschen shady ist, dann ja, das mal durchzudeklinieren, war schon ganz cool. Ja, und natürlich auch das Thema Internetmobbing und wie schnell man dann eben solche Dinge schreibt, wie Death to irgendwem, den man gar nicht kennt, von dem man irgendwie ein Video nur gesehen hat, wo er sich irgendwie schlecht verhalten hat, wo er irgendwie ein Memorial bepinkelt hat oder sowas. Und dann eben wirklich drastische Dinge schreibt und sich gar nicht überlegt, was das auslösen kann beim anderen, eben bis hin zu, keine Ahnung, zu Selbstmord oder weiß der Teufel was. In dem Fall halt hier tatsächlich Mord, aber was ja eine Allegorie ist darauf, dass es halt echt Schlimmes verursachen kann und man sich keine Gedanken darüber macht. Also das fand ich cool gemacht. Also das ist schon krass beklemmt, oder? War echt beklemmt, ja. Und ja, echt. Klar, also ich will es nicht spoilern, aber real, also, ne? Also. Der Twist am Ende ist, da schluckt man, gell? Also es ist doch so, wow. Ist halt Black Mirror, gell? Ja. Wie, hättet ihr den Kuchen gegessen anstelle des ersten Opfers? Nee, niemals. Ich auch nicht. Das ist halt die Frage, wie lange das jetzt schon so geht. Ich habe auch gedacht, so halt, Gott, das muss aber halt zeigen, dass sie total abgebrüht ist. Genau, dass sie wehrt sich halt. Ja. Max hat einen anonymen Kuchen geschickt, wo irgendwie, stand da drauf, fuck you oder irgendwas in der Art. Fucking bitch oder sowas, ja. Fucking bitch und sie schneidet ihn an und isst ein Stück davon. Und ihr Mann so, bist du irre? So, ist ein scheiß Kuchen, der ist dafür da, gegessen zu werden. Okay, ja. Die ist wirklich hart drauf. Ja, aber das fand ich so den ersten Moment, weil die Kamera zeigt, das war auch so von der Inszenierung her ganz geil gemacht, so sie sitzt da an ihrem Computer, hinter ihr ist das Fenster offen und die Kamera schwenkt, während wir sehen, wie sie ihr Hate-Twitter durchscrollt, wo sie quasi im Sekundentakt den Tode angedroht und beleidigt wird und was auch immer, und sie scrollt es so durch, so ein bisschen genüsslich, während sie diesen Kuchen isst, und dann schwenkt die Kamera auf dieses offene Fenster. Und zu dem Zeitpunkt ahnen wir ja noch nicht, dass es um die Bienen geht. Die sind zwar zu dem Zeitpunkt schon erwähnt worden, aber nur in so einem Nachrichten, da lief so eine Nachrichtensendung, wo irgendwie die aktuellen News durchgegeben wurden und da wird es in dem Nebensatz gesagt, dass diese Bienen wieder im Einsatz sind. Und
Und dann im nächsten Augenblick ist sie tot und dann denkt man sich so, ja, das Fenster war offen, hat man ja gesehen. Ne? Und dann die Ermittler kommen nochmal zurück und stellen fest, dass das Fenster irgendwie so eine Verriegelung drin hat und von außen nicht geöffnet werden kann. Und das ist so der erste Moment, wo du dann so denkst, okay, das Fenster wurde mir gezeigt, irgendwie ist das Fenster wichtig. Aber offensichtlich ist der Täter oder die Täterin dadurch nicht reingekommen. Also das fand ich gut gemacht, wenn man das ja, so ein da bisschen halt Tatort, und, war so ein bisschen, ja, aber halt so, ja, nur durch diesen kleinen Kameraschwenk so ein bisschen da so rüber und zack, dann siehst du dieses halboffene Fenster und denkst dir, das muss doch jetzt aber eine Bedeutung haben und hat es auch. Brauchst nur noch eine Weile, bis du verstehst, warum. Ja. Weil zuerst denkt man ja an den Kuchen und dann bei dem zweiten Typ ist es die Zigarette, die er annimmt und dann denkt man, okay, ja, es ist irgendwie, erst war es der Kuchen und da ist die Zigarette irgendwas, was das toxologische Untersuchungsding übersehen hat oder so. Also man bastelt ja so mit und es führt zu nichts am Anfang und das braucht dann noch ein... Ja, und genau dieses Gefühl ist doch so dieses Tatortgefühl, oder? Ja, man, genau. Man denkt da mit, man überlegt und ja. Genau. Ja, nur dass Tatort jetzt normalerweise nicht solche, nichts über Online-Hate mit Drohnen versucht zu erklären. Oh, der Tatort erzählt alles mittlerweile. Ja, ja, haben wir nicht neulich vorgeworfen. Also neulich im Sinne von den letzten 5 Jahren auch mal so eine IT-Sendung gehabt, wo auch so ganz, Quatsch, es war auch leider irgendwie so 3-4 Bildschirmeinstellungen, wo einfach Quellcode gezeigt wurde, der plötzlich auf dem Bildschirm erschienen ist und ganz schnell da durchgelaufen ist. Wo ich dachte so, if da das irgendwas. Das ist immer sehr sinnvoll, ne? Warum muss der da immer durchscrollen? Das weiß keiner, was das soll. Muss halt irgendwas passieren. Es ist aber auch schwer, also weißt du, ja, wenn du auf dem Rechner irgendwas halt machst, irgendwie, keine Ahnung, hier die Webseite vom Sneakbot scrapen, um wieder mal die lustige Liste rauszuholen, und du hast keine Ausgabe reinprogrammiert, nur am Schluss erstellt er dir eine Datei, dann zeigt er halt einfach eine leere Zeile, es blinkt und irgendwann hört er auf zu blinken, ja, gut, und dann zieht das machst du ja nicht. Du programmierst es ja schon so, dass das Ding dir die Konsole voll kotzt mit Log-Meldungen, weil du ja in der Regel das fürs Debugging brauchst, weil sowieso erstmal am Anfang nichts funktioniert. Dann zeig doch wenigstens das. Sprich weil ich selber. Ja. Ja, du hast ChatGPT alles machen lassen. Nee, aber also das fände ich halt realistischer, ja. Das hatten wir auch schon in irgendwelchen Hacker-Filmen, wo die dann die ganze Zeit irgendwie die Logs von irgendeinem HTTP-Webserver halt angucken, was halt dir halt auch nichts sagt, weil es einfach so ein Access-Log durchläuft. Aber immerhin ist es realistisch. Also Access-Logs kann man einfach mit einer Zeile so anhängen an die Konsole, dass sie halt da durchscrollen. Und das macht man gelegentlich auch mal, wenn man irgendwie gucken muss, was ist denn hier gerade los, warum treten hier alles durch. Das ist immerhin realistischer als Quellcode, der einfach so von sich aus auf dem Monitor erscheint, weil das passiert halt einfach nie. Warum sollte es? Und von daher, weiß ich nicht. Ja, das stimmt. Wenigstens so ein bisschen Realismus. Auch wenn es manchmal dann quatschige Inhalte sind, wenigstens das Grundkonzept ist was auch passiert in der Wirklichkeit. Ja, naja. Wie sind wir jetzt da gelandet? Tatort. Ja, er hat halt was Tatortiges. Aber also, ich fand, das hat ihm keinen Abbruch getan. Ich fand, wir haben ja vorher überlegt, warum hat er so eine gute Bewertung? Was haben wir zu erwarten? Und ich finde, der hat schon auch geliefert. Also das ist schon auch eine wirklich gute Black Mirror-Folge. Die verschiedene Dinge liefert, die wirklich ein gutes Protagonistinnen-Team hat, mehrere Themen, die wirklich interessant sind, bearbeitet, bisschen Horror, ein bisschen Spannung, einen krassen Twist. Also ich fand das wirklich eine gute Folge. Also ich bin da dabei bei der guten Bewertung. Ja. Ja, auf jeden Fall. Nee, hat schon Spaß gemacht. Ist lang, also fast 90 Minuten. Das stimmt. Ja, ist fast ein richtiger Langfilm, gell? Genau. Also fühlte sich auch irgendwie nicht mehr so an wie so eine Serienfolge, sondern eher wie ein Langfilm, beziehungsweise eben wie ein Tatort. Mhm. Ja, genau. Ja. Aber, ja, spricht nichts dagegen. Also, ich bin dafür. Hat auch so lustige Momente, obwohl es eigentlich ja kein lustiges Ding war. Also so ein paar Gags irgendwie. Government's a cunt. Government's a cunt. We knew that.
Über dieses Schottisch, das ist so gut. Ja. Und aber die andere, die diese IT-Tante, wenn sie dann irgendwie der quasi der Geheimdienst-Heini kommt rein und sie so, ja, ich lokalisiere den mal eben hier über das sowieso. Darauf sollten sie überhaupt keinen Zugriff haben. Ja, ja. Ich weiß, aber ich suche ihn gerade. Okay. Und er wischt es einfach so beiseite, so macht es. Und das ist irgendein geheimes Regierungssystem, wo wir irgendwie alle Leute ausspionieren können. Wieso wissen sie davon? Ja, ja. Ziemlich gut. Ja. Das war wirklich, also gerade die beiden Frauen, die waren so stark und auch so gut geschrieben. Echt sehr schön. Ja. Ja, und vor allen Dingen, man am Anfang, also das Ganze ist eingebettet übrigens in den Rückblick von, ja, was ist das, wie so eine Anhörung vor einem Untersuchungsausschuss oder sowas. Und da sagt unsere Ermittlerin offensichtlich aus. Und am Anfang verstehen wir das aber ja alles noch gar nicht. Wir wissen ja nicht, was passiert ist, weil es dann in Rückblenden aus dieser Sitzung quasi erzählt wird. Und man hat die so ein bisschen auch am Anfang so das Gefühl, sie könnte da auch eine Beschuldigte oder sowas sein. Das wissen wir am Anfang nicht, weil die Ausschnitte nur sehr, sehr kurz sind und wir das gar nicht richtig einordnen können. Und dadurch hat man immer so diese Frage, wo führt das hin? Warum sitzt die am Schluss vor diesem, es könnte ja auch, könnten auch Richter sein, so ganz am Anfang weiß man es nicht so genau, später sieht man es dann ein bisschen mehr, da versteht man dann, dass es so ein Untersuchungsausschuss ist. Aber ja, könnte ja auch Angeklagte oder sowas sein. Und das war, immer wieder habe ich dann so darüber nachgedacht, so was, wie, sie ist die Ermittlerin, wie landet sie am Schluss sozusagen vor Gericht, auf der also ich habe es als Anklagebank irgendwie am Anfang verstanden und erst später dann realisiert. Cool gemacht, weil du dann immer so ein bisschen versuchst, nach vorne zu gucken und es aber noch nicht kannst, weil dir einfach noch zu viele Informationen fehlen. Ja. Also durchaus Empfehlung, kann man gucken. Ja. Damit haben wir die dritte Staffel jetzt rum. Jetzt wäre halt die Frage, ob wir zu White Christmas zurückgehen, den wir uns ja noch aufgehoben haben, oder ob wir erstmal. Nee, White Christmas machen wir dann an Weihnachten, oder? Machen wir erst zu Weihnachten, okay. Ja. Also dann wäre jetzt Staffel 4, Episode 1, USS Callister. Und jetzt kommen die Amerikaner, glaube ich, gell? Jetzt sind wir tatsächlich. Ja, ja, jetzt ist Jesse Plemons, also ihr große Breaking Bad Star Power kommt jetzt hier rein. Und das ist eine krasse Folge. Das ist, wenn ich spontan hätte sagen sollen, ich glaube, ich habe das auch vor ein paar Folgen, so was sind die besten Folgen, dann ist die bei mir immer dabei, weil es einfach eine, ja, das Black Mirror Star Trek ist. Ja, kann man gerade sagen, weil das schon vom Cover her einfach aussieht wie eine Star Trek, wie ein Star Trek Film. Ja. Und Sci-Fi ist so richtig, richtig. Genau, aber halt so Weltraum düster und böse und twistig, wie halt Black Mirror ist. Aber es ist halt Star Trek. Also es ist richtig geil. Freut mich. Ach, guck mal, als Voice ist ja sehr lustig. Nicht nur Jesse Plemons aus Breaking Bad, sondern als Voice von irgendeiner Figur, die ich nicht einordnen kann, weil ich es ja noch nicht gesehen habe, ist Aaron Paul auch drin. Sehr lustig. Wer ist Aaron Paul? Jesse aus Breaking Bad, der. Ah, okay. Der zweite Hauptcharakter neben Walter White. Aber ziemlich weit unten in der Castlist, also vermutlich nur die Stimme von irgendwie, keine Ahnung, irgendeinem neben. Roboter oder sowas. Ja, aber lustig, dass dann das auch noch mitnehmen. Die Hauptdarstellerin, diese aus, die ich so mag, die haben wir in so einem Murmeltierfilm gesehen. Und sie ist die Mother in How I Met Your Mother, oder? Oh, ich komme jetzt nicht auf ihren Namen. Hast du gerade die Dings vor dir? Ich habe die IMDb vor mir, aber ich bin kein How I Met Your Mother-Gucker. Christine Milioti. Genau, die Christine Milioti, ja. Oh, die finde ich so toll. Okay, ich fand auch diesen Murmeltier-Film toll, den wir haben wir auch mal hier gesehen. Palm Springs. Ah, ja, den haben wir gesehen, das stimmt. Den fand ich auch toll. Die hätte ich nicht wiedererkannt. Aber gut. Nee? Okay. Naja, vielleicht, wenn ich sie im Bewegtbild sehe, aber jetzt so vom Foto hätte ich die nicht so gut. Und in Made for Love hat sie die, das ist auch so eine Serie, die so ein bisschen wirkt wie eine Black Mirror-Folge. So ganz ähnliches Setting. Ist, glaube ich, bei Prime, habe ich hier auch mal besprochen. Ich finde sie eigentlich immer toll in allen Dings. Und hier ist sie auch toll.
Ja, How I Met Your Mother, Tracy McConnell, 25 Episoden. Echt so viele? Wow. Ja. So in meiner Wahrnehmung war das ja bei How I Met Your Mother so, dass ja ewig lang spekuliert man so, wer ist die Mutter? Und dann taucht sie auf und dann wird so gefühlt innerhalb von 2 Folgen wird sie halt als der Love Interest und als die werdende Mutter und dann lassen sie sterben. Also ich hätte jetzt nie gedacht, dass die 28 Folgen, ich hätte gedacht 2 oder 3 Folgen und dann lassen sie wieder sterben. Also das war so ganz derb. Also sehr, sehr, sehr unschön, fand ich. Deswegen wundert es mich, dass du jetzt sagst, dass sie in so vielen Folgen war. Aber ja, wird so gewesen sein. Ja, Staffel 8 und 9. Ah, sie hat auch okay, eine Folge kannst du quasi nicht zählen, weil in einer Folge hat sie eine Rolle namens The Girl with the Yellow Umbrella gespielt. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Figur ist und dann erst der nächste. Das ist, glaube ich, ein Foreshadowing. Das ist, okay. Ist dieselbe Figur, ja. Okay, ja. Und dann in der nächsten Staffel ist sie faktisch in jeder Folge gecredited in 24 Episoden. Staffel 9. Gut, egal. Ja. Kenn ich mich nicht mit aus. Müsst ihr. Nee, aber in meiner Erinnerung ist so eine sehr kleine Rolle nur. Also, ja. Ist ja. Ich meine, das ist ja auch wirklich gemein, wie sie das machen am Ende. Das ist ja so ein. Ich will es jetzt nicht spoilern, aber die machen einen wirklich fiesen Twist am Ende. Aber, naja. Kann man mögen oder nicht. Manchmal mögen wir solche fiesen Twists, wie bei Ragnarök. Und hier mochte ich es halt nicht. Aber ist halt so. Also, wie machen wir weiter? Ich habe noch eine Serie geschaut auf Apple TV. Und zwar Hijack mit Idris Elba. Ah. Ja. Und das ist, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht den Trailer irgendwo mal gesehen habt. Der ist mir ziemlich früh irgendwie über den Weg gelaufen. Ah, mehrfach. Das ist, es geht um eine Flugzeugentführung und Idris Elba ist halt ein Verhandlungsführer, also der irgendwie, wenn irgendwelche internationalen Firmen irgendwelche Deals machen und dann es schwierig wird, dann ist er eben da, um dann diese Verhandlungen final zu führen und so einen Deal dann durchzubringen oder Leute zu überzeugen, dann die entsprechenden Sachen zu machen. Und er ist eben auch an Bord dieses Fluges aus den Vereinigten Emiraten, glaube ich, zurück nach London. Dubai. Steht in von Dubai? Dubai, ja. Genau, von Dubai nach, Dubai nach London. Dubai ist in den Emiraten, oder? Ja. Ich glaube. Ja. Und es fängt an, erste Folge, irgendwie sie kriegen alle ihr Flugzeug, es werden ein paar Passagiere und dann später natürlich auch Geiselnehmer vorgestellt und dann kommt es eben zu dieser Geiselnahme und es sind 7 Folgen, knapp eine Stunde und dieser Flug dauert auch 7 Stunden, also es ist in Anführungsstrichen in Echtzeit, es passiert halt einfach zu viel und auch insbesondere 24 damals. Genau, und insbesondere so eine Charakterentwicklung ist natürlich nicht so, dass Leute ihren Charakter oder ihre Wahrnehmung von anderen Sachen innerhalb von Stunden ändern. Das ist ein bisschen zu schnell, aber sonst ist es halt ein sehr spannender Thriller. Hier steht noch Drama irgendwie in der IMDb oder so. Ich finde, es ist ein klassischer Thriller. Sehr spannend gemacht, weil die Geiseln halt quasi da sitzen und miteinander versuchen zu kommunizieren, was natürlich schwierig ist. Ich bleibe jetzt so ein bisschen vage, um eben nichts zu spoilern, weil ich finde, Film lebt halt davon, dass man eben, oder die Serie lebt halt davon, dass man halt eigentlich nichts weiß. Und sie schließen immer mehr, Idris Elba, Sam Nelson heißt die Rolle, schafft es immer mehr, Kontakt mit den Geiselnehmern aufzubauen, also so eine
Verbindung zu schaffen, dass sie ihn ja, mit ihm sprechen, mit ihm quasi verhandeln, auch wenn er natürlich niemanden hat, für den er sprechen kann, außer die Passagiere halt. Und man sieht halt so ein bisschen drumherum, man sieht so ein bisschen die Flugsicherungen auf dem Weg, die dann halt entsprechend ja, Flugzeuge, die nicht antworten, die seltsam antworten, die komische Sachen machen, die das irgendwie verhandeln, und dann, wenn es halt klar ist, okay, es ist eine Entführung, was halt entsprechend in London passiert mit den Sicherheitsbehörden, was die machen und so. Also cooler, spannender Thriller auf mehreren Ebenen. Ah, ein bisschen. Er fliegt überhaupt nach Hause, um irgendwie seine Frau zurückzugewinnen, die aber mittlerweile mit dem gemeinsamen Sohn mit einem anderen Mann zusammenlebt, der Polizist ist und der dann auch da irgendwie noch so eine Rolle spielt. Dieser ganze Beziehungsgedöns, der wäre meiner Ansicht nach nicht, ja, also es war notwendig, um den Polizisten zu motivieren, zu arbeiten, aber sonst war es nicht notwendig, dass dieses ganze Thema da auch noch verhandelt wird. Also, das war das Einzige, was mich gestört hat. Sonst hat mich die Serie sehr begeistert. Also, insbesondere, sag ich jetzt nicht. Es kommt dann später noch zu einer zweiten Geiselnahme am Boden. Wie die aufgelöst wird, ist grandios, ist wirklich gut. Aber diese ganze Geiselnahme war nicht notwendig. Also die hat halt nichts außer Zeit zu diesem Film beigetragen. Also, hey. Das war so ein bisschen... Aber warum machen sie das dann? Um den Druck zu erhöhen. Okay. Also um es noch aufregender zu machen. Du hast halt nicht nur die 200 Ungrad Geiseln, für die du halten musst oder möchtest, sondern du hast eben auch noch Personen, die unten am Boden in Geiselhaft geraten sind. Ja. Okay. Also mega, ich fand's super spannend. Ich hab's ziemlich hart, ich glaube, ich hab's dann an zwei Abenden, wobei an einem Abend habe ich so irgendwie so zum Eingrooven die erste Folge geschaut oder ersten anderthalb. Es endet natürlich immer mit einem Cliffhanger, das heißt, du musst immer noch die ersten 10 Minuten vom nächsten gucken, um dann die Auflösung zu sehen. Sie haben es halt so in Etappen ausgestrahlt. Also es kam irgendwie 2 Folgen raus und dann kam noch eine, dann kam noch eine, wöchentlich kam dann jeweils eine Folge. Und dann lohnt sich halt schon, das für die Hardcore-Fans, die da sofort anfangen, dass sie bis zur nächsten Woche was zu reden haben. Aber für jemanden, der es einfach binge-watchen kann, ist es halt wurscht. Weil, ja, ich setze mich hin, ich gucke das. Oh, ihr habt einen Cliffhanger. Ja, gut, dann gucke ich, wie er es auflöst. Okay, cool, danke, ich gehe ins Bett. So. Und es hat den Vorteil, so dass du. So ist das nicht gemeint. Dass du den Rückblick dann nicht mehr angucken musst. Wenn du in der Mitte der Folge anfängst, dann zeigen sie dir nicht mehr dieses Rückblickgedöns. Nee, und ja. Ich glaube, im zweiten habe ich 3 Folgen oder 4 Folgen. Also ist schon ordentlich spannend, dass es auch einen gut mitnimmt. Also wer Bock hat auf so einen richtig krass spannenden Thriller, gut geschrieben, gut gespielt, Idris Elba gut, richtig gut, die anderen auch stark. Ja, lohnt sich. Kann man sehr gut gucken. Ja, klingt so nach so einem Film, wollte ich schon sagen, sondern eine Serie für dich. Also schon 100%. Schon so eine Stefan-Serie. Ja, auf jeden Fall. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dir das auch Spaß gemacht hätte. Also, ja? Das hättest du schon geguckt, okay. Hättest auch gut gefunden. Mhm. Hättest du 4 Punkte gegeben. Ja. Ich habe heute 9 gegeben. Ja, ja. Fanboy. Der Jan muss mal wieder kommen und die Skala einrenken. Einrenken. Du hast eine Verspannung in deiner Skala.
Genau. Ja, also Hijack auf Apple TV Plus lohnt sich, ist aber kein System Seller, möchte ich sagen. Okay. Ja gut, das ist ja persönlich, was der System Seller ist, gell? Außer dass es Ted Lasso ist. Ist es Ted Lasso, ja. Es ist immer Ted Lasso, aber ja gut. Für mich noch ein bisschen Foundation vielleicht und der Ana de Armas Film. Gut, der Christoph vermutlich möchte jetzt über Podcasts sprechen, oder? Echt? Reflektor? Hast du Reflektor reingeschrieben? Ja, ich habe eine schöne Reflektor-Folge gehört. Ich habe, wir haben ja schon mehrfach, glaube ich, über Reflektor gesprochen. Ja. Ein schöner Interview-Podcast mit Jan Müller. Das ist so ein Nicht-Name. Das ist der schlimmste Name. Es ist wirklich schlimm. Es tut mir leid. Der ist, glaube ich, Bassist, oder? Bei Tokotronic? Ja. Warum hat sich da keinen Künstlernamen? Also ich verstehe das nicht. Hier, ich sag nur Whiplasher und Skinny Disco und Cat Casino, das sind Namen von der Band, von Bandmitgliedern. Aber ja. Weil vielleicht ist es ein Künstlername, vielleicht heißt er in Wirklichkeit, hat er einen coolen Namen. Der Sänger von Tokotronic hat ja auch so einen Namen, gell? So einen völlig belanglosen, meine ich. Echt? Ja, ich komme jetzt nicht drauf, aber es ist ziemlich genauso. Also vielleicht sind es tatsächlich Künstlernamen. Nee, also er hatte, wir haben... Dirk von Luftzoff. Ach so, okay. Nee, dann hatte ich nur den Vornamen, glaube ich. Den Nachnamen war mir nicht bekannt. Und der hat einen schönen Interview-Podcast, wo er Musiker und Musikerinnen interviewt. Und immer sehr zentriert auf deren Musik. Die aber dann auch immer ein bisschen was über ihr Leben und ihren Werdegang erzählen, aber schon an den Veröffentlichungen aufgespannt. Und jetzt, ich will nicht sagen diesmal, sondern es ist vor ein paar Folgen gewesen, nicht ganz aktuell, aber so noch nicht ganz alt, war Doro Pesch, die Queen of Metal, zu Besuch bei ihm. Ich weiß nicht, ob die euch ein Begriff ist, wahrscheinlich schon. Ja, klar. Oder? Also, okay. Sollte man schon kennen, oder? Das finde ich auch. Und ich hatte sie schon mal gesehen, hatte ich ein Interview in dieser Nacht-Talkshow von Ina Müller? Ina Müller? Oh nein, oder? Das darf nicht wahr sein. Sind ja alle bis auf einen Buchstaben das gleich. Wer hat sie jetzt besser interviewt? Jan Müller oder Ina Müller? Auf jeden Fall Jan Müller, weil der einfach mehr Zeit hat. Genau, weil er mehr Zeit hat. Aber auch damals fand ich es schon interessant, was sie erzählt hat, und ich fand sie sehr sympathisch. Und hier auch wieder. Sie hat einfach viel zu erzählen, weil sie halt unheimlich rumgekommen ist und unheimlich erfolgreich war und ist. Und in der Szene einfach sehr etabliert ist. Und hat halt so krasse Freunde, so das Who and Who hat die halt als beste Freunde, so Lemmy Kilmister und Dio und weißt du, toll. Also die hat halt nach dem Tod von Lemmy hatte er verfügt, dass seine Asche in Patronen gefüllt werden soll und an seine besten Freunde geschickt werden soll. Und da hatte er Briefe geschrieben an die Freunde, die dann mit der Asche kommen, und da hat sie halt eine bekommen von. Also das ist wirklich eine der besten Freundinnen von Lemmy gewesen. Also voll krass, ja. Und ja, solche Geschichten hat sie da erzählt, und aber eben auch viel über die Musik und über Warlock damals und wie das war, dass sie, als sie den Namen verloren haben von ihrer Band und so. Und über sich in dieser Metal-Szene und so. Sehr interessant. Eine zweifolgiges Interview, also sehr langes Interview. Und auch wieder hier super, super sympathisch. Also es ist wirklich krass. Sie hat sowas, irgendwie sowas, so ein bisschen was nette Oma-mäßiges, weil gut, sie ist halt auch 59, ja, sie ist schon nicht mehr ganz jung, aber sie ist auch wirklich Metal, also sie ist, und sie ist aber reflektiert, was diesen Metal, also sie ist auch bewusst, dass es so ein bisschen cheesy ist, bisschen Camp, aber auch irgendwie cool und so, also da beschreibt sie irgendwie, wie dass sie eigentlich mittlerweile lieber über positive Dinge textet, und eben empowernd und sowas.
Aber dass das ziemlich schwer sei, dass das dann cool wirkt, weil es dann oft eben peinlich und kitschig ist. Und dass man da, dass es eine Gratwanderung ist. Und ja, das stimmt. Total schwierig. Und ob ihr das gut gelingt oder nicht, das, da muss jeder für sich drüber urteilen. Ich finde viele ihrer Lieder sehr catchy. Ich habe jetzt seitdem auch einiges von ihren neuen Sachen gehört, die ich gar nicht kannte. Aber also ihre alten Warlock-Alben, die höre ich seit 30 Jahren im Endeffekt. Also es ist, gehört tatsächlich bei mir zu immer wiederkehrenden Kost. Also gerade das das Triumph and Agony Album. Ja, also sehr zu empfehlen, auch für Leute, die jetzt nicht alte Doropesh-Fans sind. Es macht Spaß. Es ist so wie damals dieses Interview mit dem Sänger von Anthrax. Stefan, du hast es, glaube ich, auch gehört. Auch super spannend, auch für Leute, die eben kein Thrash-Metal hören. Dahinter die Kulissen zu schauen, ist einfach spannend. Und so hier auch. Hier ist es halt nicht Thrash Metal, sondern 80er Jahre Heavy Metal, Real Heavy Metal. Aber wirklich, ja, also extrem empfehlenswert. Hört euch das an. Doropesh bei Reflektor. So. Ich habe Reflektor abonniert. Aber das ist für mich ja alles noch ein Jahr in der Zukunft. Bis ich das traut ein Jahr, bis du da hinkommst. Ich habe jetzt gerade überlegt, weil du es so empfohlen hast, ob ich das nach vorne ziehe. Das macht wirklich Spaß. Und sie ist so nett. Das ist so, man hört ihr so gerne zu und sie ist so begeistert von allem. Und sie hat so eine lustige Stimme, die so irgendwo zwischen vom Rauch sehr und vom Krölen sehr stark beeinträchtigt, aber doch mit sehr viel Volumen. Also sie ist einfach eine schillernde Person. Also hat mir sehr gut gefallen. Hat mich wieder sehr eingenommen für sie. Ich habe sie auch einmal live gesehen. Ach. Ja, aber nicht zufällig auch dieses Jahr. Nein. Nee, das ist wirklich sehr lang her und ich überlege, ob wir da zusammen waren, Stefan, auf dem Konzert. Es war doch früher immer so ein Konzert auf der Zeil, wo so ganz viele Bands aufgetreten sind und so ein unfassbares Gedränge war. Wie hieß denn das? Sound of Frankfurt hieß das. Genau, Sound of Frankfurt, so hieß das. Und da habe ich Doropesh gesehen. Da habe ich auch Vanilla Ninja gesehen. Ich glaube sogar im gleichen Jahr. Vielleicht habe ich da auch Doropesh gesehen. Habe ich, ich glaube, die Anekdote haben wir hier auch schon mal erzählt, habe ich gesehen, wie Hathaway an seinem Publikum verzweifelt ist. Oh, was? Warum das denn? Inwiefern verzweifelt? Nee, er hat halt irgendwie... War er schon ein bisschen out oder was? War er schon 10 Jahre zu spät? Schon, oder? Er war schon 10 Jahre zu spät gefühlt. Und er hat dann sein eigenes Claim to Fame, nämlich What is Love, gespielt. Und dann sind die Leute, haben getanzt und gemacht und getan, was man halt so tut, wenn man da so rumsteht. Und dann hat er hier New Stuff from my new Album und das war halt schon so ein bisschen traurig, weil halt tu's irgendwie... Nicht. Weil, ja, ich meine, was soll er denn machen? Muss er ja. Ja, klar. Ich meine, irgendwie Geld verdienen damit. Er hat wahrscheinlich nicht genug Geld verdient, damit es für immer reicht, ja. Ja, so ungefähr. Ja, mit Sicherheit nicht. Mit einem One-Hit-Wonder oder so. Vielleicht hat er noch mehr gehabt, vielleicht tue ich ihm Unrecht. Jedenfalls die Frage ist, ob er selber geschrieben hat, gell? Vielleicht hat er das alte. Am Ende ist es halt auch Nosy Katzmann. Ja, aber der Punkt ist... oder Frank Farian. Einer von beiden. das Tragische war dann halt, der Moment, in dem er dann aufgegeben hat, weil er die neuen Sachen gemacht hat und das Publikum halt überhaupt nicht drauf abgegangen ist, weil das waren ja auch keine Hathaway-Fans, sondern es war halt Sound of Frankfurt. Ja. Das sind halt irgendwelche Randos, die da einfach vorbeigelaufen sind und sich dachten, oh ja, ist doch hier dieser What is Love-Typ, lass mal kurz stehen bleiben. Und dann brach er irgendwann in einen Song einfach in der Hälfte ab und hat gesagt, dann machen wir jetzt nochmal What is Love und hat es nochmal gespielt. Und dann denkst du so, okay, das ist so ein Eingeständnis von, oh Gott, ich, das ist schlimm. Funktioniert. Ja, das war cringe, ja, sehr schlimm. Habe ich aber hier, glaube ich, schon mal erzählt irgendwann. Viele, viele Jahre her. Also war die Producer von What is Love sind Dieter Lünstedt und Karin Hartmann-Eisenblätter. Und geschrieben hat es Didi Halligan und Junior Torello. Also nicht Hathaway. Ist Hathaway einer, ist es vielleicht einer seiner bürgerlichen Namen? Hathaway, vielleicht Didi Halligan, meinst du? Ja, weil, keine Ahnung. Wie heißt denn Hathaway richtig? Nestor Alexander Hathaway. Oh, okay. Ja, dann nicht. Dann nicht. Das könnte der Grund sein, warum er lieber seinen neuen Stuff singen wollte. Seine 1993er Single What is Love. Mhm.
Reached number one in 13 countries, also immerhin. Ja, war ja nicht nur Deutschland basiert. Das war aktuell, als ich den ersten Tanzkurs gemacht habe, das weiß ich noch. Irgendwie verbindet sich das damit. Die Hälfte unserer Hörer war 93 noch nicht am Leben. Noch nicht mal angedacht oder geplant. Ja, ja. Von daher, da hast du schon Tanzkurs gemacht. Aber andere Hörer in den Kommentaren, jetzt lass mich nicht falsch zuordnen, ich glaube, es war Frau Nachti, hat auch als erstes Konzert Chris de Burgh angegeben. Ich musste sehr lachen. Shoutout an. Ja. Ja. Vielleicht dann haben wir doch Hörer aus irgendwie so mehr oder weniger unsere Generation auch. Warum gibt es Sound of Frankfurt nicht mehr? Schade, oder? Das ist irgendwann eingestellt worden. Ich weiß auch nicht mehr. Keine Ahnung. Da war nicht Covid. Damals habe ich das glaube ich. War schon vorher, oder? Ja, das ist schon lange weg. Ja. Das ja, gibt es schon nicht mehr. Das war immer ein Gedränge. Aber auch ein Spaß. Ja. Ja, am Ende war es halt auch gefährlich eigentlich, gell? Also es war halt schon so eine Massenveranstaltung ohne Fluchtwege. Tja. Vielleicht wurde das auch eingestellt, als die Sache in Duisburg war. Könnte auch sein, gell? Ich habe es gerade mal auf Wikipedia überflogen und ohne jetzt den gesamten Artikel gelesen zu haben, ging es wohl bis 96. Ah, okay, nee, dann viel früher. Aber echt, bis 96? Ja, aber da war es dann nur noch irgendwie ein Trance-Festival. Echt? Ich hätte gedacht, dass wir da zusammen auch mal waren. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also wäre mir ziemlich sicher, dass wir da auch waren, als ich schon in Frankfurt gewohnt habe und ich bin erst 98 nach Frankfurt gezogen. Ach so, das wundert mich. Zwischen 94 und 2004 war das. Ja, ja, hier Festival. Ich war auf der falschen Dings. Ich war auf dem Konzept Sound of Frankfurt als eine Musikrichtung. Ja, 94 bis 2004, genau. Okay. Wann war Duisburg? Die Veranstalter begründeten die Absage mit gestiegenen Kosten und einem Mangel an Sponsoren. Ah, okay. Nachdem das Festival auch in den folgenden Jahren nicht stattfand, ist es ungewiss, ob es noch einmal stattfinden wird. Also es ist einfach eingeschlafen. Ja. So ist das. Aber die Webseite gibt's noch. Die Webseite gibt's noch, ja. Die sieht auch sehr nach diesen Jahrzehnten aus. Wirklich. Kannst du noch auf Lageplan? Nee, da kann man nicht mehr draufklicken. Ja, gut, live googeln in der Sendung ist nicht Podcast Gold. Doch, nee, aber das Gold. Es wird noch schlimmer in dieser Folge. Der Satz ist cool am Schluss so: Wir bemühen uns um Kooperation zur Finanzierung der Veranstaltung in Zukunft. Das ist immer noch derselbe Text von damals so. Wir müssen noch was sehr gut. Dauert noch ein bisschen. Sekunde, haben Sie Geduld, bleiben und Sie in der Leitung. Nachdem wir diesen Satz geschrieben haben, haben wir den Laden zugemacht und sind weggegangen und nie wieder zurückgekommen. Genau, aber irgendjemand hatte noch 200 Euro für diesen Hosting-Anbieter überwiesen und das geht jetzt noch bis 2038 und dann fällt die Webseite um. Ja, genau. Ja, also wenn ihr ein Festival machen wollt, es könnte Sound of Frankfurt heißen. Vielleicht bieten die es dir noch an. Ja. So, an. Ja. Daniel Pistorius. Wolfgangstraße 68 in Frankfurt. Das habe ich live ergoogelt, steht so im Impressum. Ist keine geheime Information. Ja. Gut, moderiere uns doch mal hier die nächste Kapitelmarke, sonst kommen wir hier nicht raus. Was haben wir denn für Kapitelmarke? Wir haben vor einigen Ausgaben schon mal darüber gesprochen, dass, oder du warst bei einem Triathlon zu Gast und hast gesagt, boah, da möchtest du mal mitmachen. Du hast mal wieder Lust, ein bisschen Triathlon zu machen. Und ich wurde dann freiwillig auch bereit erklärt, da auch teilzunehmen. Ja. Und den Bob müssen wir noch überreden. Den Bob müssen wir uns noch überreden. Der muss entweder sein Knie richten oder eine andere Ausrede finden oder er muss halt als Edelfan dabei sein und wirklich laut jubeln. Ja, irgendwie sowas. Also mein Knie mochte jetzt zuletzt überhaupt nicht mehr so richtig von Fahrradfahren und schon gar nicht von Joggen begeistert werden. Jetzt ist es gerade wieder ein bisschen besser. Ich muss mal ein bisschen versuchen, aber. Dann schone ich einfach bis Anfang Juli und mach dann mit. Genau, mal schone mich mal bis Anfang Juli und stell dann direkt auf den ersten 600 Metern fest, das war eine blöde Idee. Ja, nee, mal gucken. Also vielleicht kriege ich das ja bis dahin hin, dann würde ich mich nachmelden. Ja, genau. Also es geht um den Händel Recycling Kurfranken Triathlon.
In Niedernberg. In Niedernberg. Was direkt hier auf der anderen Mainseite ist. Genau. Also für die, die, sagen wir mal nicht, hier aus dem Umkreis kommen, das ist südlich von Aschaffenburg. Ja. Wenn man Aschaffenburg nicht kennt, Aschaffenburg ist westlich von Würzburg. Und nee, also würde ich lieber sagen, es ist östlich von Frankfurt. Ja, aber näher an Frankfurt. Würde ich auch sagen, ist so rechts unterhalb von Frankfurt. Von hier aus fühlt sich das an wie fast Würzburg. Nee. Ich denke mir immer, wenn ich bei euch bin, dann fahre ich noch 3 Minuten, dann bin ich auch in Würzburg. Nee, es ist glaube ich, auf ein Drittel von Frankfurt nach Würzburg. Ich würde sogar sagen, fast weniger als ein Drittel. Ja, ich habe das Gefühl, so man fährt so von hier los, dann kommt Aschaffenburg und dann wird es zäh und dann ist man irgendwann, in Würzburg. Ja, nee. Also an Hanau ist es ziemlich nah dran, das könnte man sagen. Es ist südöstlich von Hanau. Ist doch egal, jeder weiß, wo Aschaffenburg ist jetzt, ich bitte dich. Ja, und kann man halt nachgucken. Genau. Ja, und da ist ein sehr schöner kleiner Triathlon, wo man olympische Distanz oder Sprintdistanz machen kann. Wir machen die Sprintdistanz. Und Stefan, sag uns doch mal, wie da die Distanzen sind. Genau, die Sprintdistanz sind 500 Meter schwimmen, dann 20 Kilometer. Im See, im Baggersee. Im See. Ah, okay, gut, dass du das weißt. Mhm. Dann sind es. Ich friere jetzt schon. Ach. Ja, jetzt ist der See kalt, aber dann. Dieses Jahr war es am heißesten Tag irgendwie über 40 Grad waren. Es war grauenhaft. Ja, wahrscheinlich Neoprenverbot. Also, aber bei 500 Meter lohnt sich es halt auch echt nicht. Nee. Neopren. Wie lang muss man Fahrrad fahren? 20 Kilometer Fahrrad fahren und dann 5 Kilometer laufen unten drauf. Okay, und das Fahrradfahren ist ziemlich ohne Berge. Der Stefan und ich, wir sind neulich den Hauptanstieg entlang gefahren. Kannst du dich erinnern, zwischen dem Kreisel und der Brücke? Nee. Ist nicht wahnsinnig, der Anstieg. Also es ist quasi nicht existent, es ist sehr gerade. Ja, also und das ist maximal wellig, aber nicht ernsthaft, gell? Und die Fahrradstrecke bietet mit dem Kreisel, der in der Mitte liegt, das ist praktisch so T-förmig, die Strecke, bietet es eine Stelle für Fans, wo man sehr gut zujubeln kann und man sehr oft vorbeikommt mit dem Fahrrad. Also das ist gut geeignet für Fans. Ja, man muss auch gar nicht so weit laufen, gell, zu dem Kreisel rüber und alles gut möglich. Alles gut machbar, ja. Das ist wirklich für Fans sehr gut und zum Sporteln auch. Ja, und wir haben uns jetzt vorgenommen, um alle zu zeigen, wie leicht das ist, dass wir uns live in der Sendung anmelden. Mhm. Wir sind auf die Seite gegangen, tripaul.de. Tripaul, ja. Das ist irgendwie so dieser Sport-Event-Vermarkter. Und da gibt es irgendwo, ich habe schon anmelden? Wieder vergessen, wo irgendwo kann man auf Anmelden klicken. Und dann kommen wir auf irgendeine Race-Result-Print. Genau. Melden wir uns an, dann tragen wir unseren Titel. Trägst du Professor ein oder nicht? Nein, das mache ich nicht. Würde ja gerne Diplom eingeben, aber nee, geht nicht. Gibt eine Doktor, Professor, Doktor oder Professor. Dann Namen. So, Verein. Verein ist Sneakpot Racing Team, oder? Okay. Würde ich sagen. Was würdest du sagen denn? Wenn es da kein anderes Feld für sowas in der Art gibt? Dings gibt. Ja. Ich meine, wir sind kein Verein, aber es ist halt unser Team, der Teamname. Ja. Ja, das ist das. Teilnahme an der Unterfrankenwertung wird bei mir natürlich angekreuzt. Natürlich. Ich bin ja in Unterfranken. Ja. Voraussetzung muss für die Teilnahme ist dein Wohnsitz in Unterfranken. Aber Eventshirt kauft man nicht für, also 25 Euro für ein Eventshirt finde ich Käse. Die fliegen ja immer nur rum, die Shirts. So, jetzt 2 Sätze über dich für unsere Moderation. Wie oft hast du teilgenommen? 0 Mal? Ja, genau. Da muss dann so ein Slogan rein, den der dann vorlesen kann, oder was? Also ja, ich schreibe rein. Du kannst auch sagen, der im Podcast über Vasektomien redet oder so. Das ist ein schöner, brüllt das über die ganzen Platz. Ich schreibe rein, heute kriegen nicht seine Podcast-Hörer, sondern er was auf die Ohren. Und einen zweiten Satz.
Ja, was schreibst du? Ich schreibe rein, Stefan ist im Podcast noch fitter als hier auf der Rennstrecke. Bob, hast du noch einen Satz? Der Bob könnte eigentlich mal zwei Sätze sagen, die uns gut charakterisieren. Oh Gott, da bin ich nicht drauf vorbereitet. Nee, wir auch nicht. Ihr habt euch immerhin schon überlegt, was ihr da ausfüllen müsst. Ich passe. Ich gucke gerade, ob man irgendwo Rennräder leihen kann. Live googeln in der Sinn. Kein Podcast Gold, so hattest du es gesagt, oder? Ja, Stefan, wir müssen uns da noch irgendwie einig werden mit dem Fahrrad, weil, also, ich werde für, wir starten beide auf Mountainbike. Damit es gleiche Chancen für uns beide sind. Ich meine, du schwimmst natürlich viel schneller, das ist klar, aber. Aber dann. Naja. Aber dann. Solange ich Klickpedale haben kann, können wir das machen. Sonst, ich rutsche dann immer runter. Das ist echt, ich habe mich da so dran gewöhnt. Wenn ich die nicht habe, dann fliege ich einfach auf die Fresse. Hattest du schon einen Slogan, Stefan? Ja, du hattest schon einen. Was war dein Slogan? Stefan ist im Podcast noch fitter als hier auf der Rennstrecke. Ah, okay. Wollt ihr da stehen zwei Sätze zu unserer Moderation. Bei Christoph noch irgendwas zu dem zu der Frage, dass du am Ende immer noch, dass du am Ende quasi dich völlig, ich weiß nicht, wie man das in einem Satz formuliert. Dann muss ich aber auch liefern am Ende. Genau. Ist ja der Plan. Der Zielsprint ist seine Spezialität. Und ich habe noch geschrieben, freut sich auf sein Zielgetränk. Achso, ich dachte, du schreibst, dass du ein zweifacher Ironman bist, oder willst du das lieber unerwähnt lassen? Das möchte ich unerwähnt lassen, weil ich da ziemlich untrainiert aufkreuzen werde. In einem früheren Leben. Ja, wir haben ja einen Umzug demnächst vor. Ich denke, ich werde nicht massiv zum Trainieren kommen. Ja. Ja, aber der Umzug ist auch Training quasi in sich schon. Mm, ja. Ja. Mm, ja. Genau. Okay. Christoph? Ja, Moment, ich schreibe gerade. Du dichtest noch? Ja, genau. Ich frage mich, ob die es dann wirklich so vorlesen. Ja. Als E-Mail-Adresse gebe ich natürlich meine Podcast-E-Mail-Adresse, die ich ja hier auch einfach sagen kann. stefan@sneakpod.de. Also ich habe noch geschrieben, ja, er wirkt wie ein lahmes Huhn, aber wenn am Ziel der Korn winkt, setzt er ungeahnte Kräfte frei. Oh, jetzt wird er hier lyrisch. Was ist das? Und noch Hühner mit reingebracht. Ja, ja. Muss es sein. Ich weiß nicht, ob sie das gemeint haben, die Moderation, aber... Ja. Du hast recht, wir machen unsere Podcast-Adressen da oben rein. Vollkommen richtig. Ja, wir können natürlich auch Verein einfach www.sneakpod.de machen. Auf Sneakpod Racing Team ist schon besser. Ja, finde ich auch. Genau, wenn einer von euch jetzt sagt, oh Mensch, vielleicht habe ich doch Lust, ich gucke jetzt nicht in Richtung Nürnberg, dann Richtung Nürnberg? Meldet euch doch auch an mit dem Verein Sneakpod Racing Team. Ja. Sehr gut. So. Weiter. So, jetzt muss ich auf Weiter klicken, nehme ich an. Genau. Jetzt wird es als Dildi. Okay. Startgeld 50 Euro. Genau, bis Silvester kostet es 50 Euro, danach kostet es mehr, aber irgendwie auch fair, muss ich sagen. Oder? Ja. Moderat mehr. Ich finde das nur nicht, diese Kacke hier echt. Jetzt verbindlich anmelden. Ich hab's. Ja, nein, ich wollte nochmal die Preise sagen. Durch Überweisung, Kontoinformation ist in der Bestätigungs-E-Mail enthalten. Jetzt hoffe ich, dass der Bob meine E-Mail-Adresse da richtig verknüpft hat, aber ich glaube, das hast du getan. Meinst du, ist alles zum alten Arbeitgeber gegangen? Wie kann man auch seine Arbeit sein? Oh Mann. Nee, das hast du geändert damals. Meine ich. Ich werde es rausfinden. Ja. Ja, hat geklappt. Bin dabei. Sehr gut. Deine Anmeldung zum 14. Hensel Recycling Kurfranken Triathlon ist bei uns eingegangen. Der Name ist auch a mouthful. Das ist schlimm, ja. Es rollt flüssig über die Zunge. Ich habe noch nichts gekriegt. Nee? Oh, doch. Wird vielleicht deine E-Mail-Adresse zu meinem alten Arbeitgeber.
Kann ich alles einstellen, ihr müsst mir nur eure Wünsche schicken. Gut. Ach, wunderbar. Nachdem, so, wir sind dabei. Nachdem wir auch hier jetzt 10 Minuten Podcast Gold produziert haben. ist es Zeit, darüber nachzudenken, was wir denn in der kommenden Woche schauen, Robert. Ich? Tu nicht, oh, so je, überrascht. Na gut, ein bisschen überrascht kann ich tun, aber es stimmt, eigentlich bin ich nicht überrascht. Wir gehen zu Netflix. Okay, langsam, mhm, langsam, 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 ganz langsam. Zu Netflix. Oh, dann. Irgendwas mit Pikachu? Ah ne, das ist eine Serie. Guck mal. Warte. Best Christmas ever. Warte. Bobs, können wir nochmal gucken, oder? Sind wir schon bei Christmas-Filmen? Nee, so weit. Doch, eigentlich schon. Hatten wir doch schon. Nein, wir machen mal wieder was Richtiges, was vielleicht auch eine Chance hat, gut zu sein. Was Richtiges, ein Thriller, mal wieder ein Actionfilm. Nee, Crime, Drama. Cyberbunker. Was? Nein. Darknet auch in Deutschland. Die Lüge. Ach nee, es ist eine Miniserie. Nein. Comedy Royale, Crime, was? Comedy hätte ich auch noch im Angebot, wenn ihr auf Comedy umschwenken wollt. Nein, Drama. Was? Crime und Drama? Die Geschichte eines Verbrechens, der Starfriseur. What? Nein, wir schauen Reptile. Nein, wir schauen Reptile. 2:16, na vielen Dank. Benicio del Toro, Justin Timberlake. Oh, den hatte ich, glaube ich, auch auf der Liste, ja. Ja, siehst du mal. Benicio del Toro, Justin Timberlake und Alicia Silverstone. 96%. Oh, Alicia Silverstone. Von 2023, von daher vollkommen gültig. Was und wie heißt der nochmal? Reptile. Ein abgegrühter Kommissar auf der Suche nach der Wahrheit über einen brutalen Mord einer jungen Immobilienmaklerin enthüllt ein verworrenes Netz aus Betrug. Also quasi Tatort, lese ich daraus. Aber wir werden sehen, ob das dann am Ende so stimmt. Nicht so Tatort sein wie die Folge, die wir heute hatten, aber. Höchst vermutlich nicht, nee. Ach, den kennt man doch auch, den Schwarzen. Woher kennt man den denn? Ich bin, bin in der IMDb und sehe nicht das, was ihr seht. Der erste, der auf den deine Beschreibung passen könnte, heißt Arturo Esando. Er sagt mir spontan nix. Er hat den Jason Bourne mitgespielt. Ach doch, Diplomatische Beziehung. Ja, genau. Der spielt die rechte Hand von ihr. Ja. Ja. Ach, was eine tolle Serie. Von Benicio del Toro mitgeschrieben unter anderem, aber auch hauptsächlich vom Regisseur geschrieben. Grant Singer heißt der Regisseur. Schauen wir mal, was das so wird. Mhm. Hat mich nur einfach angelacht, weil mich die Castliste im Wesentlichen so erstmal ansprach. Ja, ist cool. Dann machen wir das so. Schauen das bis zur kommenden Woche. Ich hoffe, alle Leute bereuen ihre Black Friday Shopping nicht und hören uns noch zu. Du meinst meine Blue Bricks Deep Space Nine Blue mit Bricks komplett 800 Teilen? Ich habe mir einen neuen Server geklickt auf den der Sneakpot demnächst umziehen wird irgendwann. Aber noch schneller. noch schneller. Geht das denn überhaupt? ist ja schneller geworden jetzt, weil ich habe ihm jetzt neulich, Caching angedeihen lassen in größerem Umfang. Das heißt, wenn du nicht eingeloggt bist und nur die Startseite laden willst, ist der Sneakpot jetzt einigermaßen schnell. Wenn du dich dann einloggst, bist du wieder im 10-Gummi, den du immer warst, weil für eingeloggte Leute leider das Caching aus ist, damit das Backend vernünftig funktioniert. Aber ich habe einen neuen Server gekauft mit Black Friday Deal. Steht jetzt nur eine Menge Arbeit vor mir, das Ganze umzuziehen. Das Gute ist aber, der alte Server hat noch über ein Jahr Restlaufzeit auf seinem Vertrag und ist schon im Voraus bezahlt. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeit, mich um das Problem zu kümmern. Das muss nicht morgen passieren. Okay. So ist das. Was man so kauft am Black Friday.
dir noch irgendwas Spannendes gekauft? Deep Space Nine hast du gekauft, das ist schon mal cool. Deep Space Nine habe ich gekauft, aber sonst habe ich, glaube ich, nichts gekauft. Also, nichts woran ich mich erinnern würde. Ich habe ein Strommessgerät gekauft, aber das ist auch noch nicht so richtig spruchreif, was daraus wird, werde ich vielleicht irgendwann später mal berichten. Strommessgerät? Ja, so ein Strommessgerät, was man sich in den Sicherungskasten einbaut, was dann den Gesamtverbrauch der Wohnung / des Hauses, also ist ja egal. Du hängst es quasi an deinen zentralen Stromzugang deines Hauses oder deiner Wohnung und dann misst du da, was da so kommt. Hey, und oder? Warum machst du das? Macht das nicht der Stromzähler? Ja, aber an den komme ich nicht digital maschinenlesbar ran, so ohne weiteres. So. Außerdem hängt der bei mir 4 Etagen weiter unten im Keller. Also selbst wenn ich da schon maschinenlesbar ran schäme, da kommt mein WLAN nicht hin. Also dann und ich kann nicht einfach ein LAN-Kabel im Hausflur runterhängen oder so. alles so ein bisschen unpraktisch. Ja, und die Daten über den Aufzug schicken ist auch scheiße. Ja, oder? Also theoretisch könnte ich irgendwas bei mir auf die Terrasse hängen und dann unten bei mir aus dem Kellerfenster raus. Die sind direkt untereinander. Also da, weißt du, so eine Funkantenne oben raus, eine Funkantenne unten raus und dann funke ich da so einmal am Haus entlang und dann irgendwie, aber das hat alles keinen Taug. Von daher werde ich Stromverbrauch hier oben messen und dann schauen wir weiter, was wir damit machen. Aber da rede ich ein andermal drüber. Bis dahin werden noch viele Sendungen hier auf sneakpot.de erscheinen, die ihr natürlich auch auf dieser Seite kommentieren könnt, solange der Server noch weiter vor sich hin ächzt, muss man da manchmal ein bisschen warten, aber das wird ja dann vielleicht irgendwann besser. Solange nimmt der alte Server aber auch eure Kommentare entgegen und liefert euch nächste Woche die nächste Sendung, in der wir dann über diesen fantastischen Reptile-Film, der hoffentlich fantastisch ist, reden werden. Und bis dahin danken wir uns fürs Zuhören. Tschüss. 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 Wir danken uns fürs Zuhören. Habe ich das gesagt? Als ob wir untereinander zugehört hätten. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ja, bedanken uns. Das hatte ich gedacht, gesagt zu haben, aber wer weiß, was ich gesagt habe. Keine Ahnung.